Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Und das hier ist Blue Mountain Elephant. Ich verweise vor allem auf den antidogmatisch angelegten Müssel. Das ist richtig wunderbar mit diesem ganzen Gliederwurf und diesen schönen Gruppenkurven, die da so wirklich hier. Hier drüben auf dieses Exponat bin ich besonders stolz. Haben wir Rosette des Steins. Damit wollte ich vor allem gegen gängige Kunstgewerblichkeit aufbegehren. Da kann man auch schon sehen, dass durch diesen Falkenwurf sehr präzise auf die Probleme in der dritten Welt auch angesprochen wird. Gleich daneben steht dann meine Skulptur Peter, meine grafische wie haptische Interpretation des deutschen Neofolksmusikers Peter Leschmeyer. Sieht man schon fast in der Welt der deutschen Optik zwischen so hinten vorne. Hier wäre dann eines meiner persönlichsten Frühwerke. Es heißt, meine tote Mutter in Aspik. Ich glaube, es sollte klar sein, welche Aussage ich damit treffen wollte. Das ist faszinierend, dass das als Triptych und irgendwie angelegt ist und diese ganze gelatinöse Form. Das ist so etwas gesehen. So etwas wie die Krönung meiner Ausstellung ist diese Audioinstallation. Dort habe ich versucht, aktuelle Kinostarts rezensiv von ihrer Visualität zu befreien. Das Gesehene wird besprochen, aber nicht gezeigt. Dieses Werk nenne ich Schutz. Das ist phänomenal. Es ist tatsächlich so, als würden die Kinoleinwand direkt aufs Trommelfell projiziert werden. Diese Schöpfung hier drüben links heißt Zehennagel in Aspik. Ja, ich hatte noch etwas Aspik übrig und ich schmeiße ungern Lebensmittel weg. Da hinten haben wir dann noch mein Bild Blaues Meer, das ich ausschließlich mit Brauntönen gemalt habe. Marmor, Stein und Eisen bricht, nur Kate Winslet und Saoirse Ronan nicht. Und auch wenn das hier ziemlich kitschig klang, ja, wer könnte einen Film über eine lesbische Liebesgeschichte besser besprechen als zwei Männer? Mit anderen Worten, ich, der Dom, und bei mir ist der Timo. Moin Moin aus Flensburg und Grüße an Lieder. Genau. Ja, Ammonite, besetzt mit zwei wirklich großen Namen. In einem lesbischen Liebesdrama, das kann ich schon mal sagen, für mich so die Antwort aus Großbritannien auf Porträt einer jungen Frau in Flammen. Aber Timo, sag uns doch mal, worum geht's denn hier genau? Ja, es spielt so in den 1840er Jahren und da geht's um die renommierte, aber autodidaktisch angelernte Paläontologin Mary Anning, von Kate Winslet gespielt, und die, ja, ist auf der Suche nach Fossilien, die verkauft sie dann an die etwas wohlhabenderen Touristen, damit sie ihre kranke Mutter und sich selbst über die Runden bringen kann. Und ein solcher Tourist kommt auf die Bildfläche, das ist Roderick Murchison, von James McArdle gespielt. Der macht eine Art Tour durch Europa und die Betreuung seiner jungen und sehr kränklichen Frau Charlotte, diese Betreuung vertraut er Mary an und ist, wie du schon sagtest, es gibt einen Clash der Kulturen so ein bisschen, also wohlhabend gegen doch stark eine Armutsgrenze, und gleichzeitig sind diese Frauen am Anfang sehr, sehr unterschiedlich, und ja, diese Kluft, die wird immer kleiner und am Ende knistert es doch gewaltig und dieses Knistern bricht auch irgendwann aus. Genau, diese Archäologin Mary Anning hat es ja wirklich gegeben. Mhm. Die hat auch, glaube ich, einen relativ namhaften Fund ausgegraben, und damit beginnt ja auch der Film, nämlich indem dieses Ausstellungsstück, ich glaube, im British Museum gezeigt wird und dann prompt ein anderes Schild drüber geklebt wird. Und da nimmt der Film am Ende dann auch nochmal Bezug drauf, und das tatsächlich schließt auch eine gewisse Klammer so um das ganze Thema, fand ich. Wobei der Film vor allem eine sehr intime und ja tatsächlich sehr ruhige Romanze ist eigentlich schon, ne? Ja, ich begann den Film und hatte gedacht, Mensch, also knapp zwei Stunden, das wird sich ziehen. Mhm. Aber er hatte dann nicht die von mir doch befürchtete Schwere, sondern war dann doch
jetzt nicht leichtfüßig, es ist ja keine Liebeskomödie oder sonstiges, aber es ist bedeutend weniger schwer als beispielsweise Porträt einer jungen Frau in Flammen. Diese Vibes habe ich durchaus auch gespürt, aber ich fand es dann von der Qualität her nicht ganz so heranreichend und gleichzeitig aber sehr angenehm, dass es auch nicht versucht hat, da eine ganz große Bedeutungsschwere reinzukriegen. Denn machen wir uns nichts vor, gerade auf Seiten von Anning, hätte das auch durchaus sein können. Also dieses, was da auch angedeutet wird an Familienschicksal und was auch immer mal besprochen wird in kleinen intimen Szenen. Mhm. Wir sehen eine Mutter, die doch sehr, sehr stark kränkelt, die sehr, sehr grantig ist. Und dementsprechend war ich dann doch am Ende zumindest angetan von dieser, nochmal, ich sag, Leichtigkeit ist das falsche Wort, aber es war halt nicht so schwer, wie ich es erwartet hatte. Ja, vor allem ist der Film, das hat er durchaus mit Porträt einer jungen Frau in Flammen gemeinsam, er ist sehr ruhig erzählt und ruhig wortwörtlich, nicht nur vom Pacing her, sondern eben auch von der Entwicklung oder der Interaktion der Figuren her. Also es geht sehr, sehr viel über Blicke. Es gibt viele Szenen, wo überhaupt nicht gesprochen wird. Und das hat für mich tatsächlich sehr gut funktioniert. Also auch so diese ganzen Sachen, die so im Hintergrund angedeutet wurden, also auch vor allem ja um beide Figuren, um deren Lebenswirklichkeit herum, da muss der Film gar nicht mal unbedingt viele Worte verlieren. Und beide Darstellerinnen bringen das für mich zumindest wirklich außerordentlich gut rüber. Und ich hätte nicht gedacht, dass Kate Winslet und Saoirse Ronan so eine Chemie haben könnten, weil es gibt ja doch einen gewaltigen Altersunterschied zwischen denen, ne? Ja, auch finde einen durchaus physischen, also wir haben ja doch eine eher hagere und dann haben wir Kate Winslet, die, wie ich auch finde, dem Jahrhundert angemessener aussieht, aber auch natürlich gleichzeitig jeweils in ihrer Schicht auch angemessen aussieht. Also das gebe ich dem Film auch, dass der da, was dieses Schichtmodell angeht, da auf jeden Fall eine gewisse Authentizität hat. Er hat auch tatsächlich wirklich, also ja, vielleicht liegt es auch daran, dass man dann krampfig das irgendwie sucht, aber mir sind schon wirklich so einige Parallelen zu Porträt einer jungen Frau in Flammen aufgefallen, ne? Also, dass Saoirse Ronans Figur halt erst irgendwie auch so ein bisschen auftauen muss und dass die auch sich eigentlich gegenseitig beobachten oder irgendwie auch so ein bisschen auf Tuchfühlung gehen, auf diesen Spaziergängen. Ich muss sagen, man hätte vielleicht aus der ganzen Nummer mit Archäologie ein bisschen mehr machen können. Man muss dazu sagen, also diese Anning hat es ja wie gesagt gegeben, aber diese ganze Geschichte drumherum hier ist rein fiktiv. Wobei ich zugeben muss, dass mich das nicht überrascht hätte, wenn es nicht so gewesen wäre. Wie ist das bei dir? Dafür war mir dann der, ohne zu spoilern, aber der Verlauf der Geschichte war mir zu, ja, wie soll man sagen, nicht gleichförmig, aber es war doch schon so, dass man ab einem gewissen Grad denkt, man hat die Entwicklung raus, wo es hingeht und dann macht es am Ende doch einen relativ, für das Genre zumindest, ungewöhnlichen Abschluss, den ich mal ganz angenehm fand, ehrlich gesagt, aber der mir dann auch gleichzeitig so ein bisschen, da dachte ich dann, okay, das ist jetzt ein bisschen zu, es wirkt zu fiktional, als dass es authentisch ist und dass es wirklich so passiert ist. Ja, ich verstehe, was du meinst, dass gerade dann die Schlussszene dann vielleicht auch, ne, das ist dann schon ein bisschen, ja, das ist schon ein bisschen konstruiert, wobei der Film an sich wirklich relativ frei von Schmalz ist. Er ist auch wirklich, das habe ich ja schon in der Anmod gesagt, er ist wirklich so die britische Antwort halt auf diesen französischen Film. Und britisch heißt dann jetzt wirklich, es ist zum deutlich karger, reduzierter noch. Die Bilder sind auch nie so wirklich, ich meine, Porträt einer jungen Frau in Flammen, der hat halt wirklich passend zum Titel Bilder, die du dir an die Wand hängen kannst. Ja. Kleine Gemälde, das ist richtig. Das hat der hier nicht, aber trotzdem eine wirklich tolle Kameraarbeit, die auch immer sehr nah an den Figuren ist. Das Schauspiel ist auch wirklich stark. Also sowohl Kate Winslet als auch Saoirse Ronan haben tatsächlich sehr herausstechende schauspielerische Momente. Das ist zum einen diese Szene, wo Saoirse Ronan Kohlen holen geht und dann hinstürzt und man denkt eigentlich erst, dass sie da irgendwie selber drüber lachen kann und dann schlägt das bei ihr total um. Und dann gibt es diese andere, wo Kate Winslet so einer Musikveranstaltung beiwohnt. Und man sieht dann auch sehr, sehr viel, was sich in ihrem Gesicht abspielt. Und beide Szenen haben für mich eigentlich nochmal so das Kernelement oder die Stärke dieser ganzen Geschichte rausgehoben. Ja, wobei ich da einen kleinen Kritikpunkt meinerseits hätte oder habe. Das ist schon so, dass ich
wenn ich unaufmerksam wäre bei sowas, dann würde ich schon denken, Mensch, das ging jetzt aber schnell, dass die sich, ja, doch, muss man sagen, Hals über Kopf ineinander verlieben. Ja. Und das ist dann natürlich aufgrund der fehlenden Dialoge manchmal doch von der Nachvollziehbarkeit her, dass man da so sitzt und denkt, okay, also wir haben jetzt auch nicht so richtig viele Szenen, wo wir so merken, dass ihr so langsam euch annähert. Es reicht aber immer noch, bin ich voll bei dir, dass man diese Glaubwürdigkeit der Liebesgeschichte dabei hat. Das muss ich auch sagen. Und es gibt eine durchaus sehr, sehr explizite Liebesszene, bei der ich schon dachte, holla die Waldfee. Also war dann eher so wie Blau ist eine warme Farbe. Nur nicht, und das fand ich ganz angenehm. Es ist keine reine Fleischbeschau. Es ist dann kurz und eruptiv. Und das passt dann auch wieder zu diesen Figuren. Und ich war total baff, dass das eine männliche Regie war. Kannte den jetzt nicht, Francis Lee, der hat auch noch nicht viel gemacht. Der hat irgendwie God's Own Country vor ein paar Jahren abgeliefert. Hätte ich nicht gedacht, weil sowas wie Porträt einer jungen Frau in Flammen, da merkst du halt schon, dass da irgendwie auch ein weiblicher Blick ist. Hier hat es mich tatsächlich einfach sehr gewundert, insbesondere diese Szene, wo du halt wirklich dran merkst, das ist eine UK-Produktion und keine US-Schmonzette. Ne? Ja, absolut. Sollen wir mal in Richtung Bewertung marschieren? Ja, wollte ich gerade sagen, genau. Da würde ich dir auch den Vortritt lassen. Ja, ich schwanke zwischen 3 und 3,5 Sternen, wobei wir ja noch nicht festgelegt haben, wo auch für individuelle Bezugsarten. 3,5 Steine natürlich, ja, völlig klar. Ich schwanke zwischen 3 und 3,5 Steinen und tendiere aber stark zu 3,5, weil mich der Film auf einen Weg, den ich nicht geahnt hätte, doch gekriegt hat. Und das muss man vielleicht dazu sagen, als Mann, es lag nicht an der gerade eben beschriebenen Szene, sondern es war wirklich, dass die Geschichte einen, wie ich finde, sehr, sehr schönen Verlauf hat, ohne dass man jetzt groß mitzittern muss. Auch bei einer gewissen Sache, die passiert, ist man so, dass man dabei ist, aber es ist nie so, dass man jetzt das große, schwere Drama hat. Und ich finde, gerade heutzutage kann man das gut mal auch ein bisschen leichter erzählen. Und das hat der Film gemacht. Deswegen, ich bin bei 3,5 Steinen. Da kann ich mich anschließen. Ich bin auch so zwischen 3 und 3,5. Ich fand den erstaunlich sehenswert und für das man halt wirklich erst dachte, das ist so eher so, ja, bedeutungsschwangerer Arthouse-Kost, ließ der sich in Anführungsstrichen doch irgendwie relativ leicht weggucken, was angesichts der, ja, schon üppigen Laufzeit überrascht hat. Ja, ich vergib dann meine Bewertung in Ammoniten, ganz originell. Ja, damit sind wir am Ende. Wir können den Film durchaus empfehlen. Timo, herzlichen Dank für deine Zeit. Gerne wieder. Wir gehen jetzt am Strand spazieren. Ciao, ciao. Ja, romantisch. Tschüss. Nach 4 Jahren kehrt eine Familie von Monstern auf die Leinwand zurück. Und bevor ihr euch jetzt wundert, nein, es ist nicht die Addams Family, das Sequel kommt noch, sondern es geht um Happy Family, was tatsächlich ein deutscher Film ist, wie der Kollege Sven und ich gerade eben erst herausgefunden haben. Nebenbei erstmal, hi Sven. Hallo. Und ja, ich habe den ersten Teil nicht gesehen. Von 2017 ist der tatsächlich eine heimische Produktion, wie der hier auch unter der Regie von Holger Tappe im Voicecast unter anderem Joko Winterscheid und Oliver Kalkofe, also durchaus Prominenz. Ja, sag uns doch mal, worum geht's im Sequel, Sven? Also, ein Jahr nach den Ereignissen von Teil 1 sind die Wünschmanns wieder eine vollkommen normale Familie, bis Baba Yaga und Renfield von den Monsterjägern Star entführt werden. Nun muss die Familie sich natürlich wieder verwandeln, um sie zu befreien, und Max verliebt sich das erste Mal. Oh. Das klingt nach absoluter Innovation in Sachen Plot, muss ich sagen. Ja gut, es ist die Frage, ob man solche Maßstäbe an diesem Film anlegen soll. Wie fandest du denn den ersten Teil? Ich fand den ersten Teil auch nur bedingt mittelmäßig. Er hat ein paar nette Einfälle, aber ansonsten war mir einfach zu viel zu offensichtlich geklaut. Mhm. Ja, das sieht man schon allein, dass der Vater irgendwie Frankensteins Monster ist. Da lassen die Monsters grüßen. Die ganze Idee ist die Addams Family. Und es hat auch eine kräftige Kelle Hotel Transylvanien abbekommen, wie du ja schon meintest, ne? Genau. Hast du dich trotzdem auf das Sequel gefreut? Jein. Ich habe den Trailer gesehen und dachte, na, das könnte auch wieder durchschnittliche Unterhaltung sein. Aber vielleicht hat sich ja alles auch ein bisschen geändert, gesteigert und ist besser, witziger und innovativer geworden, aber ich wurde eines Besseren belehrt. Okay, also ist Teil 2 nochmal eine Schippe unter Teil 1, den du auch schon eher mittelmäßig fandest.
Genau. Die Witze sind sehr, sehr platt. Ich habe während des Films tatsächlich nur an einer Stelle gelacht. Oh, okay. Und das ist wirklich bitter. Es läuft viel nach Schema F ab. Die Story ist auch nochmal schön, ja, zusammengeklaut. Und der Film sieht optisch super aus, muss man wirklich sagen. Das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Mhm. Aber das ist alles andere funktioniert bei mir leider nicht. Das Witzigste an der ganzen Chose fand ich diese Fledermaus, Schweine, Gremlins, Viecher, die da immer so ein bisschen für Unruhe sorgen und im Hintergrund sowas wie die Minions sind, ja, so, mhm, so eine Art heimlicher Star. Das war das Einzige, was ich wirklich so ein klein bisschen abgefeiert habe. Aber der Rest, nee, das hat einfach nicht funktioniert bei mir. Jetzt ist natürlich die Frage, du siehst ja, da du ja auch Vater bist unter anderem, du siehst wahrscheinlich schon öfters so Familienfilme. Mhm. Also man könnte natürlich grundsätzlich ins Feld führen, dass du hier vielleicht nicht die Zielgruppe bist, aber die Zielgruppe sind ja nicht unbedingt Kinder, sondern eher Familien, wie mir scheint. Ne? Allein schon der Titel, der ist ja überoffensichtlich allein schon, wo man hinzielt. Ne? Genau, es sind auch keine super gruseligen Szenen drin, es ist alles lieb, die Monster sind lieb, weil sie begeben sich ja dann auf die Jagd nach den Entführern und treffen da auch verschiedene andere Monster noch, das Monster von Loch Ness, einen Yeti, das ist alles sehr, sehr kleinkindgerecht auch. Es ist nichts, wo man sich jetzt sagt, um Gottes Willen, da fürchtet man sich vor. Selbst Dracula ist auch sehr witzig für ganz kleine. Könnte ich mir da auch wirklich so für Sechsjährige sagen, okay, ist in Ordnung, aber alle anderen werden da sitzen und also so ging es mir, denken, oh, das habe ich woanders da wirklich besser gesehen. Und ich bin ein Riesenfan der Hotel Transylvanien-Reihe. Ich mag die sehr, sehr gern, aber hier diese Zusammenstellung, das hat bei mir null funktioniert. Da ist natürlich auch die Frage, ich meine, Familienfilm, so wie es ja Disney und Pixar eigentlich perfektioniert haben in dem Bereich, ist ja immer, wenn die Kinder über irgendwas lachen können und die Erwachsenen, die notdürftig mitgeschleift werden in Kinderfilmen, die entdecken dann halt eher so hintergründigen Humor, der halt auch auf sie zielt. Und so, ja, hat die ganze Familie was von dem Kinobesuch, aber hier scheint das eher nicht so zu funktionieren, ne? Nee, absolut nicht. Also es gibt keinen, ja, bis auf diese Fledermaus-Viecher, das war das Einzige, was mich so ein bisschen erheitert hat. Aber ja, die Witze sind platt. Ich finde auch diese Disney-Pixar-Sachen, die haben wirklich eine sehr, sehr tolle Art von feinsinnigem Humor. Auch wie du schon sagtest, auch für Erwachsene ist da immer was dabei. Aber hier ist es absolute Fehlanzeige. Ist natürlich jetzt die Frage, ob man an so eine Produktion hier einen Maßstab anlegen muss, gleich von Disney und Pixar, die nun mal halt wirklich so die Pioniere und die Marktführer in dem Bereich sind. Aber gut, wenn es als Film halt auch nicht funktioniert, dann kann man jetzt auch nicht sagen von wegen so, ja, also für einen deutschen Film muss man dann jetzt irgendwie auch da Nachsicht haben oder was. Also technisch scheint es ja zumindest, also was ich jetzt auch so in den Trailern gesehen habe, schon wirklich beachtlich zu sein. Na, also das steht, visuell steht das Hotel Transylvanien in nicht viel nach, habe ich den Eindruck. Nee, absolut nicht. Es gibt da wirklich auch Szenen in Loch Ness, wo sie nach einem Anführungsstrichen kleinen Kampf dann halt auch am Wasser sind und das sieht wirklich, also es, optisch ist es Bombe. Da braucht er sich überhaupt nicht zu verstecken, überhaupt nicht. Vielleicht bin ich wirklich die falsche Zielgruppe, vielleicht ist es dann eher so, dass man sagt, okay, Sechsjährige lachen da eher drüber, wenn der Vater sich zum 50. Mal die Mülltonne auf den Kopf klatscht, weil er als Frankenstein halt nicht wirklich viel in der Birne hat. Aber ja, nee, bei mir hat es nicht gefruchtet. Vielleicht für die ganz, ganz Kleinen. Okay, dann würde ich dich eigentlich nur noch um dein Fazit bitten. Da ich den Film ja nicht gesehen habe, was willst du vergeben und wie viel? Ich vergebe diese Fledermaus-Schweinchen-Gremlins. Ich vergebe für mich einen Fledermaus, Schweinchen, Gremlin. Und das ist wirklich für die Optik und für die eine Stelle, wo ich lachen musste. Und ich lache wirklich über viel. Also ich bin sehr leicht zu erheitern, aber diesmal hat man es nicht geschafft. Wie gesagt, es kann gut sein, dass sich so ab 6 die Kids da wirklich gut amüsieren und es sei ihnen gegönnt. Aber für mich war es nix.
Gut, ja, weiß nicht, wenn Leute mit ihren Kindern reingehen wollen, vielleicht haben die da ein bisschen mehr Spaß. Dem Sven hat es ja deutlich hörbar nicht so gefallen und seinem Kind wohl auch nicht. Nee, sogar die hat gesagt, es war nichts. Okay, alles klar, gut. Dann hätten wir das soweit, Sven. Ich danke dir recht herzlich für deine Meinung und deine Zeit und ja, wir hören uns demnächst wahrscheinlich. Ciao. Ciao, ciao. Herzlich willkommen zum Telestammtisch. Mein Name ist Nico und mit mir ist hier der Chris. Hallo Nico. Hi Chris. Wir haben uns den Film The House at Night angeschaut. Das ist ein Horrorfilm aus dem Jahr 2020 von David Bruckner mit Rebecca Hall und einer Stacey Martin, die man eventuell aus Nymphomania kennt, wer sich das angeschaut hat. Der läuft seitdem, jetzt hilf mir nochmal Chris, seit wann bei Disney Plus? Ab Donnerstag? Seit Donnerstag? Ja, seit Donnerstag, genau. Genau, seit Donnerstag. Und ja, erzähl doch mal, was passiert denn da so in dem Film? Worum geht's? Wir begegnen in The House at Night der jungen Beth. Sie ist Lehrerin und bewohnte bis vor kurzem noch gemeinsam mit ihrem Mann Owen ein sehr schönes Haus am See, das sie auch gemeinsam errichtet haben. Und sie waren 14 Jahre lang glücklich verheiratet und dann auf einmal fuhr Owen mit einem Boot raus auf den See und schoss sich mit einer Pistole in den Kopf. Beth versteht die Welt nicht mehr und ist erst einmal komplett in ihrer Trauer. Auf der Arbeit geben ihr auch alle die Zeit und den Raum, den sie braucht. Und sie fängt an, die Sachen ihres Ex-Mannes, ihres Ehemannes zu durchstöbern und findet dort diverse Dinge, die sie nicht versteht. Sie findet Fotos von anderen Frauen auf seinem Laptop und sie forscht dem nach und macht eine sehr seltsame Entdeckung, nämlich auf dem anderen Ufer des Sees direkt gegenüber scheint ihr Mann heimlich noch ein zweites Haus gebaut zu haben oder ein Haus, das sich mitten im Bau befand, findet sie dort auf. Und des Weiteren wird sie nachts sehr häufig von Visionen, von Lärm geplagt und kann langsam nicht mehr zwischen Realität und Einbildung unterscheiden. Genau so hätte ich ihn jetzt auch erzählt. Wie ist dir denn die Atmosphäre vorgekommen? Also hat der Film es geschafft, irgendwie so eine gruselige oder auch eine angespannte Atmosphäre bei dir hervorzurufen? Wie war das bei dir? Also das Setting hat das schon mal ganz gut gemacht am Anfang, klar. Allein halt diese Vorstellung auch. Du bist erst einmal emotional angeschlagen aufgrund eines großen Verlusts und dann lebst du ganz allein in einem großen Haus, abgelegen an einem See. Das hat am Anfang schon mal dazu beigetragen, dass ich da schon eine gewisse Beklommenheit fühlte, weil die Situation ist einfach unfassbar unangenehm. Und na klar, du bist nachts allein in so einem Haus, du hörst irgendein Geräusch, wer kennt das nicht, wer da schon mal leicht aufschreckt oder anfängt, sich böse Gedanken zu machen. Das hat er am Anfang sehr gut gemacht, er hat mit diesen Motiven sehr gut gespielt und dann beginnen leider auch schon die Probleme. Weil wenn sich dann der eigentliche Plot entfaltet, dann merkt man, dass abgesehen von einer tollen Grundkonstellation ist da nicht viel. Aber wie war das bei dir erstmal mit der Atmosphäre? Ich fand sie jetzt, also ich muss ehrlich sagen, die ersten 40 Minuten haben mich wirklich nicht, gut, vielleicht die ersten 5 Minuten, die waren sehr atmosphärisch, das fand ich sehr gut, wo man noch nicht wusste, okay, was ist jetzt da los, aber nach den ersten 40 Minuten dachte ich mir so, jetzt könnte es aber auch irgendwie mal losgehen, mich wirklich zu packen. Ja, wobei, was ich sagen muss, der Film wird ja viel nur von der Hauptdarstellerin sozusagen getragen, die ist ja viel alleine, die macht das gar nicht mal so schlecht, wenn wir jetzt schon irgendwie die Probleme ansprechen. Das Grundproblem für mich war eher die Story, die da so ein bisschen unausgegoren war. Und da nehmen die ganz viele Ideen und bauen die irgendwie ein, aber nichts wird wirklich zu Ende erzählt oder nichts. Für mich war es auch nicht schlüssig am Ende, wo ich dann dachte so, ja, also was ist denn das jetzt? Warum ist das jetzt so? Warum hat der Mann das und das und das getan? Also das hat mir so ein bisschen ja die Spannung auch geraubt, finde ich. Ich fand den Plot auch komisch.
strukturiert, weil du weißt nie genau, worum geht es jetzt? Die übernatürliche Bedrohung oder die schrecklichen Dinge, in die ihr Mann angeblich verwickelt war? Und irgendwie hätte sich der Film für eine Sache entscheiden müssen. Entweder sollte es eben hier um die Brücke zwischen Leben und Tod gehen und die Heimsuchungen von Geistern oder eben um die Wahrheit, dass ihr Mann halt wohl ein schrecklicher Mensch war und dass sie das nicht wusste und das dann eben nach ihrem Tod aufdeckt. Und der Film hat beide Elemente genommen und miteinander vermischt und da kam eben, wie du gesagt hast, etwas sehr Unausgegorenes raus. Ja, diese Szenen, also das fand ich übrigens das Einzige, was mich wirklich so ein bisschen, oder wo ich so ein bisschen Horrorfilm-Feeling hatte, wo, ich erzähle das einfach mal, wo sie dann draußen stand und dann auf einmal ganz viele Menschen irgendwie aus dem Wald rausgelaufen sind. Das fand ich wirklich, das war das Gruseligste an dem Film. Der Rest, der war jetzt so semi. Aber sag mal, wie sind die denn diese... Wir hatten da vorher schon drüber gesprochen, diese Licht- und Kameraperspektiven-Spielereien. Wie hat dir das gefallen? Also ich habe die Intention dahinter erkannt und ich weiß sie zu schätzen, dass man halt nicht das, sagen wir mal so, sie wollten nicht das Offensichtlichste vom Offensichtlichen machen. Also was der Film sich konsequent verkneift, ist halt sowas, was man halt kennt zu Genüge. Sie macht irgendwie den Spiegelschrank zu und dann sieht man auf einmal im Spiegel, dass jemand hinter ihr steht. Sowas gibt es hier nicht. Es gibt hier nicht die Jumpscares, die man schon 10 Minuten vorher erahnen kann. Was sie aber da stattdessen machen, ist leider nicht so effektiv, wie es gerne sein möchte. Es gibt halt hier viel Spielereien mit Schatten, mit anderen Dingen, die sie sieht. Dann wird es an manchen Stellen sehr surreal. Das Haus dreht sich, verändert sich. Sie sieht irgendwie Dinge aus der Vergangenheit und so weiter. Das ist von der Inszenierung her ziemlich rund gemacht. Also man sieht schon, dass David Bruckner schon sein Handwerk beherrscht. Aber letzten Endes ist es einfach nicht wirklich unheimlich. Es ist irgendwie viel gewollt, aber wenig gekonnt. Also ich finde Rebecca Hall in der Rolle wirklich gut. Die ist ja sowieso im Allgemeinen eine sehr unterschätzte Schauspielerin. Die hat ja auch schon in einer Menge guter Filme mitgespielt. Also wenn man nicht mit ihr vertraut ist, sollte man sich ihre Filmografie mal näher ansehen. Nur ich finde dann, von ihrem Verhalten ist sie auch irgendwie so, dann macht sie mal selbst einen Witz darüber, dann nimmt sie das wieder todernst, dann ist sie wieder zu traurig, dann macht sie wieder einen auf, ich bin tough und kann damit umgehen. Ich fand irgendwie auch die Art und Weise, wie sie das gespielt hat oder auch wie die Figur angelegt war, irgendwie auch immer seltsam, wie sie von einer zur nächsten Szene in eine andere Stimmung schwankte. Ja, sehr, sehr, wie könnte man das nennen? Weiß ich, zwiegespalten. Ja. Aber vielleicht sollte das Interpretationsspielraum für den Film bieten. Vieles, ja. Ja, können wir über das Ende reden, ohne zu spoilern, so gut es geht? Weil, wie du auch schon gesagt hast, es ist so, dass es ist zu wenig in der Mitte, es wird nicht richtig gruselig und es ist auch nicht klar, worauf das hinausläuft. Und ich hatte ungefähr auch nach einer Stunde das Gefühl, also, die müssen jetzt wirklich am Ende ein Riesenkaninchen aus dem Hut zaubern, um das noch zu retten. Auf jeden Fall. Das haben sie wirklich nicht getan. Am Ende dachte ich dann auch nur, ja, was will man mir jetzt damit sagen? Ist es real? Ist es nicht real? Also auch die Einstellung, die der Film einnimmt bezüglich ihr Leben nach dem Tod, wird für mich auch nicht ganz deutlich. Finde ich auch ein bisschen schwammig. Und also auch diese Stimme aus dem Off manchmal, das fand ich auch nicht so gut, diese Geisterstimme. Ja, war's. Dann lass uns doch Boote als Punkte vergeben. Ja, sehr gut. Ich würde, ja, wie viele Boote würdest du vergeben an den Film? Ich vergebe mal, ja, 1,5. Ein in der Mitte, ja. Ein ganzes, ja. Und ein in der Mitte durchgesägtes Boot. 1,5 Boote von 5. Dann lass uns doch 3 Boote draus machen und ich mache auch 1,5 Boote. Ja. Dann haben wir wenigstens 3 ganze. Ja, so viel zu dem The House at Night. Danke dir, Chris. Hat mir sehr gefallen und wir sehen uns beim nächsten Podcast. Bis dann. Ciao. Ciao.
Als unantastbar galt er für ganze 3 Dekaden lang, bis er 2017 gestürzt wurde. Die Rede ist von niemand Geringerem als Hollywood-Mogul und millionenschwerer Produzent Harvey Weinstein. Der ist ja mittlerweile wegen zahlreicher sexueller Übergriffe auch verurteilt worden. Und nun ist eine Dokumentation erschienen, unantastbar. Der Fall Harvey Weinstein, die lief hier leider nicht in den Kinos, wahrscheinlich auch Corona-bedingt. Nun wird er im ZDF gezeigt und ist auch in der ZDF-Mediathek verfügbar. Und deshalb besprechen wir ihn hier heute. Hallo, ich bin der Dom und bei mir ist der Chris. Hi. Hallo Dom, heute keine Pointe, nur ein Sad Face. Genau, richtig, was wir alle sehen können vor dem Mikrofon. Christoph, erklär uns doch mal kurz und knackig in deiner unersetzlichen Art und Weise auf, womit wir es hier zu tun kriegen. In Unantastbar betrachten wir oder erleben wir Harvey Weinsteins Werdegang mit, beziehungsweise sein Werdegang beginnend kurz bevor seinem Einstieg ins Filmbusiness. Wir sehen ihn als Eventmanager, der vorzugsweise auf Konzerte spezialisiert war. Wir erleben daraufhin den Aufbau der Firma Miramax, des Studios Miramax genauer gesagt, das er ja zusammen mit seinem Bruder Bob leitete. Und wir sehen den rasanten Aufstieg von Miramax. Wir sehen, wie sie die Independent-Szene der 90er Jahre richtig aufwirbelten und einen Hit nach dem anderen landeten. Und das wäre eigentlich normalerweise der Stoff für eine Dokumentation einer großen Erfolgsgeschichte. Nur parallel zu Harvey Weinsteins rasantem Aufstieg kriegen wir hier immer wieder Interviews mit, kurze Einspieler von all den vielen, vielen, es sind wirklich unfassbar viele Frauen, die von ihm genötigt, gedrängt und schlichtweg eben auch vergewaltigt wurden. Sie erzählen ihre Sicht der Dinge, sie erzählen, was passierte, und wir folgen dem Ganzen dann von Harvey Weinsteins Beginn, Aufstieg bis hin zu der Anklage und der daraus resultierenden MeToo-Bewegung. Das hast du wirklich wunderbar kompakt zusammengefasst. Ja, von dem Skandal hat man natürlich damals mitbekommen. Ich wusste auch, wer Harvey Weinstein ist damals. Ich hatte das Gefühl, dass ich seinen Namen im gefühlt jedem zweiten Abspann gelesen habe. Unter anderem von meiner heißgeliebten Herr-der-Ringe-Trilogie. Und über die Jahre hat man natürlich auch immer wieder von allen möglichen Vorwürfen zahlreicher berühmter Schauspielerinnen gehört. Du hast es schon richtig aufgezeigt, diese Doku zerfällt so ein bisschen in zwei Teile, ne? Am Anfang wird so die Erfolgsgeschichte gezeigt, eigentlich so ein bisschen fast so, ja, from zero to hero. Ne, Harvey Weinstein, der irgendwie aus Queens kam, also einem New Yorker Stadtteil, gar nicht mal die große Nummer war und dann halt nach und nach seinen Aufstieg hatte, und nebenbei fließen immer wieder Geschichten von Frauen ein, die dann in der zweiten Hälfte überhand nehmen und teilweise wirklich schwer auszuhalten sind. Exakt. Das Heftigste, was die Doku mir erzählt hat, was für mich völlig neu war, war eigentlich, wie früh sich schon herauskristallisiert hat, was für ein Unmensch dieser Typ ist. Weil ich hatte, als die Prozesse 2018 begannen, beziehungsweise die Vorwürfe, hatte ich das immer so verstanden, Harvey Weinstein wird zum Hollywood-Mogul und dann, wo er so ein mächtiger Mann ist, fallen die Hemmungen und er fängt eben an, sich Frauen auf derartige Weise halt gegenüber zu verhalten. Mhm. Aber wir erleben hier, das war schon lange vorher der Fall, ja, dass er eigentlich gar keine Gelegenheit ausgelassen hat, sich an eine Frau ranzumachen und eben auch darauf zu pfeifen, wie sie das Ganze sieht. Wir sehen ja hier die Anfangsphase seiner Karriere, als er eben, wie gesagt, Eventmanager war, und die erste Frau, die dann hier zu Wort kommt, sollte für ihn arbeiten, als er ihr von der Idee erzählte, dass er und sein Bruder ein Filmstudio gründen wollen. Mhm. Und noch bevor er überhaupt auch nur einen Tag lang im Filmbusiness gearbeitet hat, hatte er sich schon an eine Frau rangemacht im Hotelzimmer, die das überhaupt nicht wollte, und es war ihm vollkommen egal. Und diese Geschichten fangen schon an, sich zu stapeln, bevor er überhaupt seinen ersten Film produziert hat. Und dann begreifst du erst einmal das volle Ausmaß, wie lang diese Kette von Misshandlungen und von Leuten, die traumatisierende Erlebnisse durch ihn erfahren haben, eigentlich geht.
Und es wiederholen sich vor allem gewisse Muster, die man auch bei anderen Fällen beobachten kann. Ob es jetzt Kevin Spacey ist oder ja, ich ziehe ihn tatsächlich heran, Michael Jackson. Diese Kette und diese Systematik des Machtmissbrauchs, die findet sich hier einfach ewig wieder. Also dieses von wegen, ich kann dich ganz groß rausbringen oder aber ich kann deine Karriere für immer zerstören. Beispielhaft, ich hatte ja gerade schon Herr der Ringe erwähnt, Ashley Judd, an die sich vielleicht manche erinnern, auf Harvey Weinsteins Betreiben hin hat Peter Jackson die abgelehnt zu besetzen als Arwen in der Herr der Ringe. Und er hat sich mittlerweile auch dafür entschuldigt, also Jackson. Vor allem das Schlimme ist auch, dass diese Frauen dann eigentlich auch immer irgendwie als Schlampen hingestellt werden. Also die Gerüchte, die sich darum ranken, die betreffen dann gar nicht mal so sehr Weinstein als Täter, sondern eher, oh, die hat das und das getan mit ihm, um die und die Rolle zu kriegen. Das gibt es ja teilweise heute noch, wenn man sich zum Beispiel Jennifer Lawrence anhört, was da so auch so durch den Äther flutschte vor ein paar Jahren. Ganz schlimm ist dann auch eine sehr zentrale Figur, diese ehemalige, wirklich enge Mitarbeiterin von ihm, Perkins, die dann eines Tages zu seinem Bruder Bob gegangen ist und gesagt hat, ich kündige, denn dein Bruder ist ein Drecksschwein. Ganz recht. Also das geht einem hier im Sekundentakt wirklich an die Nieren, was hier erzählt wird. Und dann auch das Ende. Mhm. Das hat ja nicht gerade, obwohl dann praktisch eben die Gerechtigkeit zuschlug und er seine Gefängnisstrafe, wie wir ja alle wissen, bekommen hat. Aber das Ende macht eigentlich nicht viel Hoffnung. Nein. Weil das Ende sagt einfach ganz klar, hier hat eigentlich gerade erst der große Kampf dagegen begonnen. Was jahrzehntelang verschwiegen wurde, ist jetzt aufgedeckt worden und da ist noch viel Arbeit zu erledigen. Denn eine der wichtigsten Figuren im Kampf gegen ihn ist ja der Anwalt Ronan Farrow, der ja der Sohn ist von Woody Allen und Mia Farrow, der ja praktisch die Story ins Rollen gebracht hat. Und er sagt da etwas sehr Interessantes auch am Schluss. Er sagt, eigentlich gibt es in so ziemlich jeder Branche einen Harvey Weinstein. Ja, richtig. Und das kann man nun wirklich nicht deutlich genug betonen. Man muss da zum Beispiel auch an Leute denken wie den ehemaligen Präsidenten vom Fox-Fernsehsender Roger Ailes, der ja auch da mit diversen Frauen geschlafen hat, bevor sie dann eben Nachrichtensprecherin werden durften. Ja, und es ist auch sehr bezeichnend, dass man hier Donald Trump auch mal sieht, ne? Oder dass er auch erwähnt wird bei einem Anlass, wo es heißt, da treffen sich praktisch die wahren Herrscher der Stadt. Und Harvey Weinstein ist ja dann auch schon bei einem Interview mit einer Klatschjournalistin, ist ihm dann was rausgerutscht. Und dann gab es ein Riesengerangel darum, weil sie halt einen wirklich sehr prekären O-Ton von ihm aufgenommen hatten, wo er gesagt hat, ihr habt Glück, dass ich weiß, dass ich der verdammte Sheriff dieser Scheißstadt bin oder so ähnlich. Das war schon so eine erste kleine Bombe, wo es dann auch wirklich eine schlagzeilenträchtige Rangelei wohl auch auf der Straße gab. Davon zeigt der Film tatsächlich nichts. Er hat eigentlich wirklich nur Interviews mit den betroffenen Frauen, aber das reicht eigentlich schon. Und wie grafisch die das teilweise auch beschreiben, mit welchen Methoden der die immer wieder auch gelockt hat. Und das wirklich Ärgerliche daran ist, dass dieser Mann wahrscheinlich alles nur aus Minderwertigkeitskomplexen tat. Ja. Ich meine, er war nicht irgendwie geisteskrank oder ähnliches. Nein. Er war einfach nur ein unfassbar armes Würstchen. Hier wird ja hier und da ein bisschen auch in seine Jugend gesehen. Und dann wird da halt auch gesagt, er hat sich schon immer extrem unsicher gefühlt wegen seinem Aussehen. Mhm. Er hat immer sehr unter seinem Aussehen gelitten. Und wie auch dann ein anderer Journalist oder eine andere Augenzeugin dann sagt, er hatte immer ein tiefes Loch in seinem Inneren, das er nie füllen konnte. Deswegen wollte er immer mehr, 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 mehr. Genau. Und das ist wirklich das Allerabscheulichste daran, dass dieser Mann irgendwie nicht unter irgendetwas litt, was hätte therapiert werden können, sondern dass er einfach nur praktisch aus Charakterschwäche, weil er irgendwas kompensieren musste, praktisch all diese Dinge getan hat. Und das finde ich, das ist das Verabscheuenswürdigste. Da hat sich mir am meisten der Magen umgedreht. Ja, das ist nochmal anders als einfach bei Fällen wie Kevin Spacey oder Michael Jackson, ne, die ja auch eine Vorgeschichte hatten, wobei man da jetzt auch keine Täter-Opfer-Umkehr walten lassen sollte. Ich würde sagen, wir kommen aber mal zum Fazit, Christopher. Ja, gern. Da das hier ein wirklich ernstes Thema ist, vergeben wir heute einfach nur Punkte. Ja, als Dokumentation unspektakulär, aber effektiv, würde ich sagen. Man bekommt eine klare Vorstellung von der Timeline, wann hat sich was wie zugetragen. Man merkt die Größe dieses Falls bei all den Leuten, die da zu Wort kommen und über was für einen großen Zeitraum sich das erstreckt.
Also die Dokumentation erreicht schon das Ziel, das sie will, nämlich einen ordentlich durchzuschütteln, wach zu rütteln und einem auch völlig baff zurückzulassen. Wenn man glaubt, man weiß schon alles über den Fall, sollte man sich das hier auf alle Fälle angucken. Ja, her gebe ich gute 4 von 5 Punkten. Da schließe ich mich an. Ich habe nichts großartig zu kritisieren. Man erlebt ja auch am Ende ganz kurz die Geburt der MeToo-Ära, auch wenn da gar nicht mal so drauf eingegangen wird. Anschauen, wichtiger Film, und die Message am Ende sollte man nochmal dreifach unterstreichen. Wenn man sich dann jüngste Fälle wie die von Julian Reichelt ansieht, dann kann man das nur bejahen. Gut, damit wären wir am Ende. Vielen Dank, Christopher. Sehr gern. Das nächste Mal hoffentlich zu einem etwas heiteren Thema. Mach's gut. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Besprechung, und zwar heute zu dem Film Vicious Fun. Es gibt für fast alles eine Selbsthilfegruppe, aber so eine Gruppe gab's noch nie. Mit mir zusammen hier in diesem Stuhlkreis befindet sich der Patrick. Hi. Hallo. So, Patrick, dann schieß los. Um was geht es denn in Vicious Fun? Du hast es ja schon angedeutet, es geht um Joel, und der ist halt in den 80er Jahren ein Filmkritiker, und irgendwann stößt er auf eine Selbsthilfegruppe und er findet da relativ schnell heraus, dass es eine Selbsthilfegruppe aus Killern ist, und er gibt sich dann als Killer aus, aber relativ schnell fliegt auf. Er ist keiner von ihnen und dann machen die Killerjagd auf ihn. Genau, schnell abgehandelt, wunderbar. Wie hat dir die Idee gefallen? Ja, ich fand die Idee eigentlich richtig spaßig, und ja, die Umsetzung fand ich ganz okay. Also da wäre bei dem durchgeknallten Thema mehr drin gewesen, aber er war schon ein netter Fun-Splatter-Film, den man sich auch gerne an Halloween geben kann. Genau, also ich fand auch die Idee wirklich gut, hat mir auch wirklich Spaß gemacht. Sie verlassen ja diesen Kreis dann auch relativ schnell und durchlaufen verschiedene, nennen wir es mal, Stages. Wie hat dir die Entwicklung danach gefallen? Wir müssen ja jetzt hier dazu sagen, das ist ein Film, der in den 80ern spielt. Die 80er Jahre, die haben wir jetzt in letzter Zeit durch die Neonfarben und alles relativ oft gesehen, und wir haben in diesem Film auch einen gewissen Meta-Humor, also dadurch, dass er ein Filmkritiker ist, bringt er dann auch gewisse Horrorfilm-Ideen und kommentiert das mal wieder auf einer Meta-Ebene. Aber sobald es die Selbsthilfegruppe verlassen hat, wurde es für mich relativ generischer Splatter. Ja, da du eh sowieso schon, die 80er hätte ich ein bisschen später angesprochen, aber mir hat das Setting sehr gut gefallen. Sie haben es wirklich super gut umgesetzt, auch so mit der Synthi-Mucke und verschiedenen doch schon bekannten Stücken. Ich muss sagen, ich habe da wirklich, da bin ich noch nicht satt. Also wenn es gut dargestellt ist, und das haben sie hier wirklich gemacht, macht mir das auch weiterhin sehr viel Spaß. Der Hauptcharakter hat mich auch so ein bisschen an Thomas C. Howell erinnert, mit einem Mix aus Marty McFly, so gerade auch wegen der Jacke. Das ja, fand ich sehr, sehr spaßig. Wie ging's dir da? Ich fand den Hauptdarsteller cool. Ich fand auch einige der Killer richtig interessant, beziehungsweise cool gemacht. Vor allem das Chamäleon, der ist echt so ein Relikt der 80er. Der klebt sich einfach so ein Pornoschnauze auf und glaubt dann, er wäre total getarnt, oder er zieht sich eine Polizistenjacke an und meint, er wird jetzt komplett mit der Gegend verschmelzen. Dabei läuft er halt eigentlich rum wie fast immer, außer dass er ein bisschen was austauscht. Aber ich fand die Darsteller durch die Bank weg jetzt nicht überragend, aber gut besetzt. Ja, viele kennt man ja auch. Julian Reichings hier, Supernatural, Channel Zero, Robert Mallet, den hatten wir in Pacific Rim, und 300 ist er eher so ein Nebendarsteller. Ja, Evan Marsh, auch der Hauptcharakter. David Köchner kennt man auch als Horror-Veteran. Also, da sind wirklich einige bekannte Horror-B-Movie-Gesichter, sagen wir es mal, B-Movie-Gesichter. Wie hat dir der Humor gefallen? Diesen Meta-Humor, der war schon nett, aber er war nicht immer komplett durchdacht. Manche Gags, die waren halt so in Ordnung. Aber dadurch, dass es halt eine ganz gute Gagdichte war, fallen die negativen Witze dann nicht so sehr ins Gewicht. Ich finde aber, aus gewissen Themen hätten sie dann mehr Gagdichte holen können. Gerade aus dieser Anfangssitzung mit diesen Serienkillern, da finde ich, hätten sie auch
richtig schön auf die Kacke hauen können. Also das hätte ein richtiges Gag-Feuerwerk werden können bei dem Thema. Das stimmt, ja. Das stimmt. Die Sitzung haben sie dann tatsächlich ein bisschen arg abgekürzt. Wobei ich da auch sagen muss, es ist ja auch immer was los. Ich fand, der hat jetzt auch keine Längen gehabt, sondern es passiert immer irgendwas und es ist auch immer interessant, gerade auch so wegen diesen Metasachen. Hattest du irgendwann das Gefühl, ach ja, kommt jetzt mal zur Sache, oder warst du auch durchweg gefesselt? Gefesselt würde ich nicht sagen, aber ich war durchgehend unterhalten und es gab wirklich ein paar nette Splatter-Effekte. Genau, der Film hat eine FSK 16, was mich dann doch schon etwas da hab ich gelacht. Sehr verwundert hat, weil auch wenn er gespickt ist mit viel schwarzem Humor und alles drum und dran, aber die Splatter-Effekte, die sehr schön handmade sind, es ist kein CGI, dachte ich dann, oh, okay, aber 16 ist schon derb. Also da hätte ich noch eins draufgesetzt. FSK 16 ist schon derb, aber der Film hat im Prinzip auch natürlich das Hintertürchen für eine Fortsetzung offen gelassen. Und ich glaube, sogar bei einer Fortsetzung wäre eine mögliche Steigerung drin. Also, dass dann die Gagdichte mehr stimmt und dass er dann auf mehr skurrile Charaktere trifft. Und da würde ich sagen, sollte man vielleicht in einem zweiten Teil diese skurrilen Charaktere auch mehr ausfallen und miteinander interagieren lassen. Weil das waren für mich so die stärksten Momente, wenn die aufeinander getroffen sind und sich wirklich alles Mögliche an Absurditäten an den Kopf geschmissen haben. Das fand ich auch. Das waren auch wirklich, da saßen auch die Gags wirklich on point. Also ich habe zwischendrin gut gelacht und es hat mir auch wirklich Spaß gemacht. Sollen wir schon zu einem Fazit kommen oder wolltest du noch was? Ja, klar. Nö. Was vergeben wir? Was vergeben wir? Ich würde sagen Bleistifte. Okay. Dann von 0 bis 5 Bleistiften. Spitzlos. Also, ich fand, das war ein schön spaßiger Slasher. Der wäre wirklich potenziell nach oben drin gewesen. Also, von einem guten Film hätte der wirklich das Potenzial gehabt zu einem Slasher-Klassiker. Ironischerweise waren für mich die Dialoge witziger als das, was da gesplattert wurde. Deswegen war ich, ja doch, das ist ein typischer Festivalfilm, den nimmt man mit, der macht Spaß, der macht gute Laune. Kann man nicht viel falsch machen, aber da wäre halt mehr an Gagdicht und allem drin gewesen. Aber es ist eine solide 3 von 5 Bleistiften, würde ich sagen. Da schließe ich mich auch an. Ich habe auch 3 von 5 Bleistiften genommen. Ich war sehr überrascht, der hat mich super unterhalten. Aber es sind halt auch so, wie du schon gesagt hast, diese kleinen Kritikpunkte, die hätte man ein bisschen besser machen können. Ich würde mir eine Fortsetzung auf jeden Fall anschauen, wenn eine kommt. Und ich hatte auch meinen Spaß. Gut, dann machen wir direkt. Mehr muss so ein Film ab und zu auch nicht müssen. Eben. Er unterhält super. Also können, er ist unterhalten. Das ist absolut ausreichend für das Genre. Gut, dann sag ich mal schon tschüss. Das letzte Wort hat der Patrick. Bis dann. Ciao. Hallo, willkommen zur Besprechung von 1982. Wir besprechen heute nicht das Jahr 1982, sondern den Film. Wer hätte es gedacht, 1982? Und ich habe ihn nicht gesehen. Hallo, ich bin der Stu. Aber Paul, du hast den Film gesehen. Und dann sag uns doch mal, worum geht's. Ja, es liegen nur noch wenige Prüfungen vor den Schülerinnen und Schülern der Privatschule in den Bergen vor Beirut. Gleich sind Sommerferien und alle sind schon so ein bisschen in Ferienstimmung. Und der 11-jährige Wissam, der möchte einem Mädchen aus seiner Klasse noch seine Liebe gestehen, doch irgendetwas ist an diesem Tag ganz und gar nicht richtig, denn in der Ferne zieht ein Krieg auf. Denn 1982 ist auch das Jahr, in dem die israelische Armee in den Libanon eindringt und an diesem Schultag werden sowohl die SchülerInnen als auch die LehrerInnen Zeuge dieses Einmarsches. Klingt für mich wie ein Film, der versucht, Krieg aus Kinderaugen zu beschreiben. Liege ich damit richtig? Ja, mehr oder weniger. Es ist ein, ich glaube, es wird eingeordnet als Kriegsdrama, ohne den Krieg jetzt aber wirklich zu zeigen. Man hört viel von dem Krieg, man sieht mal Kampfmaschinen über den Himmel fliegen, aber richtige Kriegshandlungen sieht man nicht so nah. Man sieht es in weiter Ferne, den Rauch aufsteigen. Grundsätzlich steht hier eigentlich so eine kleine
Coming-of-Age-Geschichte, zumindest am Anfang im Vordergrund. Und die wird aus eben dieser Sicht des elfjährigen Wissams erzählt, in denen auch der Regisseur Juanit Moanes ganz viele seiner eigenen Kindheitserinnerungen einfließen lassen hat. Und das eben gepaart mit so hin und wieder mit so Hintergründen, wo es Radiomoderationen gibt oder wo man die Erwachsenen auch mal in den Blick bekommt und wie sie diese Situationen wahrnehmen, wie die Panik sich langsam breit macht und ja. Das ist so eine Art, dass der Film quasi erzählt, wie dieser anrückende Krieg oder diese anrückende Bedrohung, die ja durchaus auch ein bisschen was Diffuses hast, kann ich mir vorstellen, gerade wenn du halt eben Teenager bist und da siehst in der Ferne, es kommt immer näher, dass das so ein bisschen auch die Normalität beeinflusst oder geht es mehr darum, dass die Normalität eigentlich gar nicht so sehr beeinflusst wird von dieser Bedrohung? Der Film spielt an nur einem einzigen Tag. Eben an diesem Tag, ich glaube, es ist der 6. Juni 1982, an dem diese israelische Armee diese Grenzüberschreitung eben antritt. Man sieht quasi die ersten Entwicklungen. Man sieht, das Telefon klingelt wild, weil Eltern ihre SchülerInnen von der Schule abholen wollen, weil jetzt irgendwas im Land geschieht, was bedrohlich ist. Und diese bedrohliche Situation, die erwächst jetzt ganz geschickt, nenne ich es mal. Wir haben nämlich wirklich am Anfang haben wir noch dieses, die letzten Prüfungen werden geschrieben, wir haben bald Sommerferien, es ist ganz ruhig erzählbar, wir haben, es ist alles wirklich, es ist die Ruhe vor dem Sturm. Dieser Film lässt sich wirklich am besten als Ruhe vor dem Sturm beschreiben. Und dann während seiner 100 Minuten steigt die Spannung immer weiter an, ohne wie gesagt explizit irgendwann auszubrechen, aber dieses Unwohlsein, diese Anspannung, die sich dann auch von den Erwachsenen irgendwann natürlich auf die SchülerInnen und so weiter überträgt oder auf deren Eltern, die steigert sich über den Film immens und ich finde, das macht er großartig, weil er nie Sachen so richtig überdramatisiert oder jetzt so reißerisch irgendwie ins Bild setzt, sondern das Ganze, er wahrt sich die ganze Zeit über seine Authentizität und bricht da jetzt nicht mit der großen Dramatik über einen ein. Wie sieht's denn aus mit den Darstellern? Du hast ja gesagt, die Hauptfigur ist dieser Wissam, gespielt von Mohamed Dali. Gut gemacht oder sagst du, da gibt's noch Verbesserungen? Alles in allem, finde ich, sieht man diesem Film, also auch durch die DarstellerInnen, eben eine große Authentizität an. Bei den JungdarstellerInnen, sage ich manchmal, da gibt es einzelne Dialoge oder so, die wirken ein bisschen gestelzter. Aber vor allem auch Nadine Labaki, vielleicht kennen Sie der ein oder andere als Regisseurin des Milieu-Dramas Kapernaum, auch ein libanesischer Film, der vor ein paar Jahren erschienen ist. Und die spielt hier eine Lehrerin, die das Ganze auch gut macht. Diese Figuren sind extrem ausschnitthaft. Die entstehen wirklich aus dem Moment heraus. So die Hintergrundgeschichten, die dringen nie so richtig hervor, sondern es geht wirklich darum, wie reagieren jetzt diese einzelnen Personen oder wie diese einzelnen Schicksale, wie gehen die von diesem Moment, von diesem Tag an aus weiter. Das kann vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen zu wenig sein, nenne ich es mal. Aber für mich hat es in diesem Moment und mit dieser Herangehensweise extrem gut gepasst, weil sie dadurch eben greifbar waren, ohne dass ich jetzt hier eine komplette Persönlichkeitsstudie bekommen habe. Hattest du denn das Gefühl, dass 1982 dir auch ein bisschen was, ich sag mal, beibringt? Weil dieser Konflikt Libanon und Israel ist ja nicht so, dass der irgendwie geklärt ist. Ne? Der ist ja immer noch, würde ich sagen, in der Schwebe. Ich bin jetzt da auch kein Experte, aber hattest du das Gefühl, dass dieser Film dir ein bisschen was erklärt und dass du jetzt auch vielleicht einen neuen Blick auf diesen Konflikt hast? Nein, der Film schafft eine gewisse Aufmerksamkeit eben speziell für diesen Ausschnitt des Nahostkonflikts. Er verzichtet aber auf größere historische und politische Einordnungen, auch auf ein Zeigen oder auf ein Verbildlichen der verschiedenen Parteien oder GegnerInnen oder so. Hast du noch irgendwas, was du zu 1982 loswerden möchtest? Es gibt ein was ich gerne noch erwähnen würde. Ich habe gesagt, der besticht durch seine hohe Authentizität und das stimmt, bis auf zwei kleine Momente. Es gibt einmal, da wird diese kleine Liebesgeschichte, die ich vorhin angedeutet habe, die wird natürlich aufgrund der filmischen Struktur so ein bisschen natürlich angepasst. Und es gibt ein, zwei Momente, in denen der Regisseur mit seinem Realismus quasi bricht und auch so magisch realistische Elemente in Form von Zeichnungen, die zum Leben erwecken, einfließen lässt. Die zwar nicht sonderlich subtil dann am Ende sind, aber diese Antikriegsbotschaft am Ende auch nochmal so sehr
unterstreichen. Das ist irgendwas, das verleiht dem Ganzen noch so einen besonderen kleinen Kniff, dass ich am Ende wirklich überzeugt von diesem Film war und mir den sogar sehr gerne auch nochmal anschauen möchte. Okay, dann hast du ja quasi schon ein Fazit so eingeleitet. Deswegen, wie viele Punkte gibst du 1982? Du kannst vergeben 0 bis 5 Antikriegsbotschaften. Ich gebe diesem Film wirklich sehr gute 4 von 5 Antikriegsbotschaften. Ein, wie ich finde, sehr bemerkenswertes Regiedebüt. Vielleicht nicht fehlerfrei, aber mich hat er wirklich überzeugt. Alles klar. Gut, dann danke ich dir für deine Meinung zu 1982 und ich danke euch da draußen fürs Zuhören und man hört sich noch. Tschüss. Tschüss. Chasing Paperbirds heißt ein Film, der in der kommenden Woche am 4.11. in unseren deutschen Kinos aufschlägt. Und auch wenn man vom Titel her denken könnte, dass das keine heimische Produktion ist, ist das tatsächlich ein deutscher Film, ein Regiedebüt sogar von der Regisseurin Mariana Yukika. Und kurz und schmerzlos, ich habe den Film gar nicht gesehen, dafür aber mein Kollege, der hier heute ist, der Andreas. Hi. Hi, ich durfte mir den Film angucken. Und was sich dahinter verbirgt, ist Folgendes. Es spielt in Berlin in einer Sommernacht, in einer Partynacht in unserer großen Metropole. Und zwar in dem, was wir so den Berliner Underground nennen würden. Wir haben auf der einen Seite die Mia, die ist Tänzerin und hat an dem Abend einen großen Auftritt. Sie hofft, dass ihr Freund kommt und dass auch jemand anderes im Publikum sitzt, von dem sie unbedingt gesehen werden möchte. Und hat da Hoffnung, ganz groß rauszukommen in der Nacht. Dann gibt es die Keks, die ist eine DJin, die sehr an ihrem Beruf hängt, halt auch immer nachts unterwegs ist, aber auch einen festen Freund hat. Und sie kann sich nie so richtig entscheiden, was ihr im Leben wirklich wichtiger ist. Ob es am Ende ihr Freund oder ihr Beruf ist. Und wir haben den Ian. Der Ian ist Künstler, der filmt sich immer selbst und schneidet dahinter so Versatzstücke draus zusammen, lebt in einer großen, hellen Wohnung und feiert in der Nacht seinen Geburtstag und hat alle seine Freunde eingeladen, wo aber nur eine einzige Freundin auftaucht zu seiner ach so großen Geburtstagsparty. Das verletzt ihn alles nicht so sehr, am meisten verletzt ihn aber, dass denjenigen, den er liebt, dass dieserjenige nicht aufgetaucht ist und dass er wirklich Abweisung von ihm erlebt. Und diese drei Figuren durchleben diese Partynacht und treffen darin auch auf die eine oder andere Art und Weise aufeinander. Und davon handelt dieser ganze Film. Also muss man sich den schon irgendwie ein Stück weit als Episodenfilm vorstellen, aber das dann so nach und nach alles ineinander fließt, oder wie sieht das aus? Genau, du hast diese drei Handlungsstränge, die sind parallel, der Film wechselt hin und her. Und die sind sehr leicht auseinanderzuhalten, weil die alle ein bisschen anderes Color Grading bekommen haben und alle ein bisschen anders cineastisch aufgearbeitet sind. Wenn man sich das im Trailer anguckt, sieht man das auch schon so ein bisschen. Und diese drei Storystränge ergeben dann quasi den Fluss des Films, den man verfolgt. Jetzt sprachst du schon Color Grading an. Das ist ja normalerweise im deutschen Film, beziehungsweise in dieser Art von deutschem Film, nicht unbedingt so üblich. Und wenn ich mir jetzt den Trailer auch angesehen habe, das Color Grading ist ja verschiedene Stufen von Grau und manchmal vielleicht ein bisschen Farbe, aber das war's dann, glaube ich, auch schon so. Ne? Ja, genau. Da sprichst du was Richtiges an, genau. Das Ganze ist ein Drama. Das Ganze ist ein, du hast es am Anfang oder vor der Aufnahme schon Drogendrama gesagt. Ja, genau. Es werden viele Drogen konsumiert, es geht ganz viel um die Figuren, man ist da ganz nah dran und dementsprechend wird sehr viel mit Grautönen gearbeitet oder mit Schwarz und Weiß als Kontrast. Sehr artifiziert halt, rein optisch dargelegt. Da muss man, glaube ich, drauf stehen, um das gut zu finden oder nicht. Aber man kann wenigstens diese Szenarien so ein bisschen daran auseinanderhalten, wie sie gezeigt und auch nachbearbeitet wurden. Aber so jetzt vom Trailer her muss ich sagen, weil wie du es jetzt beschreibst, klingt es ja fast so ein bisschen eigentlich wie so ein, ich sag jetzt mal, Fiebertraum. Mhm. Aber das scheint der Film irgendwie nicht einzulösen. Nee, der möchte wirklich nur diese drei Geschichten da auseinanderhalten. Ich finde, den einzigen, wo er ein bisschen mehr draus macht, ist der Ian, der in seiner großen Berliner Wohnung lebt. Weil er halt die ganze Zeit in Schwarz rumläuft, seine Wohnung ist aber hell und weiß. Und er ist auch so schwarz-weiß geschminkt und da gibt es noch ein paar andere Props in dem Film, die genutzt werden, die dann sich sehr gut in dieses ganze Farbspiel einmischen. Und da funktioniert es richtig gut. Die anderen beiden Szenarien von der Tänzerin und auch von der DJin,
Die DJ geht halt sehr eng an diesen Underground. Man sieht die Anführungsstriche nicht, die ich mache. Mhm. Also der Underground ist das, was Nicht-Berliner sich unter dem Berliner Underground vorstellen. Mhm. Viele Drogen, Menschen, die viel miteinander schlafen, immer die letzten absteigen an Wohnungen, wo sie dann irgendwie ist. Für mich ein wenig befremdlich, da das nicht das ist, was ich so erlebt habe, wenn ich in Berlin war, aber ja. Also wirkt das dann auch vielleicht ein bisschen beliebig tatsächlich, der Schauplatz Berlin, könnte das auch locker einfach irgendwo anders hin verfrachtet werden, meinst du? Ich glaube nicht, weil man diese Szene, das, was sich die Leute von außen darunter vorstellen, schon transportieren wollte. Und das ist auch wichtig, dass es diese Partyszene ist. Und man verbindet das halt irgendwie noch so ein bisschen mit Berlin. Mhm. Also das funktioniert schon ganz gut. Aber es wird so übertrieben dargestellt. Ja, es sind so, die Leute liegen in der Ecke in den letzten Löchern. Man sieht Berlin nicht bei Tag. Das heißt immer nur so schmutzige, dreckige Gassen und so. Und das ist halt nicht das, was ich persönlich damit verbinden würde. Das wirkt mir alles ein bisschen over the top. Die Besetzung ist ja auch relativ unbekannt. Der einzige, der für mich jetzt noch halbwegs einen Namen hat, ist Albrecht Schuch. Mhm. Ansonsten eher relativ unbekannte, glaube ich, sehr junge Talente. Das Ganze ist ja, hatte ich ja auch schon erwähnt, ein Langfilmdebüt einer ehemaligen Kurzfilmerin. Du meintest ja schon im Vorgespräch zu mir, dass sich das auch bemerkbar macht, ne? Ja, also der Film geht knappe 2 Stunden und der Film hat mir gar nicht so schlecht gefallen, wie das gerade eben rüberkam. Also, ne, im Großen und Ganzen, ich konnte ihn ganz gut verfolgen, aber er war einfach zu lang. Mhm. Er soll eine lange Berliner Partynacht zeigen und diese Nacht war sehr lang, auch beim Zugucken. Ich glaube, anstatt 2 Stunden hätten es auch 80 Minuten getan, wenn man dann noch ein bisschen die Schere angesetzt hätte. Einfach für mein Empfinden hat er mich an ein paar Stellen zwischendurch verloren. Da hat die Dramaturgie nicht komplett über diese Zeit gereicht und hat mich da mitgenommen. Was ich aber hervorheben möchte, ist, obwohl recht unbekannte Schauspieler, dass fast alle sehr, sehr gut geschauspielert haben. Ich habe denen die Rollen sehr abgenommen, man ist da die ganze Zeit sehr nah dran und das hat sehr gut funktioniert. Ein paar Nebendarsteller haben overacted, finde ich, aber die anderen, gerade die 3 Hauptdarsteller, die Lucy Aaron, Henrike von Kuik und Wladimir Burlakov, ich hoffe, ich habe das alles richtig ausgesprochen, die haben mich gut mitgenommen und die haben auch dafür gesorgt, dass ich dranbleibe und dass ich mir das weiter angucke. Okay, dann würde ich sagen, wenn du soweit nichts mehr hast zum Film, dann würde ich dich um ein Fazit bitten. Und ja, gib's doch einfach in Papiervögeln, würde ich sagen. 1 bis 5 Papiervögeln, denen du hinterherjagst durch das nächtliche Berlin. Wie viel gibst du? Ich gebe 3 von 5 Papiervögeln. Ich glaube, das macht Leute sehr glücklich, die sehr nah an den Personen dran sein wollen, die nicht unbedingt Hollywood-Unterhaltung haben wollen und sich einen nicht ganz so gemütlichen Fernsehabend mit Popcorn machen wollen. Ja, also es ist keine seichte Unterhaltung, aber es nimmt einen mit und kann einen auch berühren. Ja, für mich klingt es tatsächlich, als würde der so ein bisschen in die Kerbe von sowas wie Victoria schlagen. Den habe ich selber noch nicht gesehen, aber okay. Ich habe ihn mir gerade aufgeschrieben und werde dir das demnächst beantworten können, diese Frage. Alles klar, dann hören wir uns hier wieder, eventuell zum Sequel oder zu Victoria. Alles klar. Herzlichen Dank, mach's gut, ciao. Bis dann, ciao. Herzlich willkommen zum Telestammtisch und unserer Review des Films Margarete der Verste, Margarete die Erste. Und hier sind Britt-Marie, die heute ein bisschen die Moderation übernimmt, und Manuel. Hallo. Hallo. Ja, du hast also den Film Margarete die Erste gesehen, der ja jetzt Anfang November auf den Lübecker Filmfesttagen gezeigt werden wird. Der Film ist 115 Minuten lang, eine dänisch, schwedisch, norwegisch, isländisch, tschechische Koproduktion, aber natürlich doch ein bisschen ein dänisches Prestigeprojekt, und kommt zu uns jetzt, weil der Film, wie viele andere Filme auch, ein bisschen durch Corona pausieren musste im Dreh und jetzt dann endlich fertiggestellt wurde. Der Titel sagt es schon ein bisschen, aber Manuel, worum geht's denn in Margarete die Erste, die Königin des Nordens? Die Königin des Nordens, sehr schön, dass du ja sogar die dänische Aussprache drauf hast, da hätte ich jetzt nicht mitreden können. Im Grunde ist es ein Historiendrama, oder wir schreiben das Jahr 1402, und was Margarete damals geschafft hat, ist, dass sie ein Friedensbündnis, die sogenannte Kalmarer Union, zwischen den Ländern Dänemark, Norwegen und Schweden erreicht hat, dass diese eben sich nicht mehr jetzt bekriegen, sondern eine Union bilden und den Norden stärken. Und
um im Grunde weitere Angriffe von anderen Ländern oder Bedrohung anderer Ländern von nordischen Regionen fernzuhalten, möchten sie jetzt ein weiteres Bündnis eingehen mit der Prinzessin aus England, um einfach Macht zu demonstrieren und eine Armee aufzubauen, die ja furchteinflößend genug ist, dass sie hauptsächlich die Deutschen beeindruckt und man von denen eben nicht mehr bedrängt und angegriffen wird. Und das ist aber nur der Ausgang der Geschichte. Und regieren tut sie eben durch sich und ihren Adoptivsohn Erik. Und es passieren dann Dinge, die ich, glaube ich, nicht unbedingt spoilern möchte, weil ich das alles nicht wusste und sehr überrascht war und das sehr gut für die Geschichte ist. Aber es gibt im Grunde dann einen Komplott und eine Verschwörung hinter dieser Institution von Margrethe. Und dann geht es im Grunde darum, wer hat jetzt recht, was ist die Wahrheit, wie wird sie rausgefunden, wie entscheidet sie sich pro ihrem Adoptivsohn oder pro anderen Dingen und so weiter. Und ist dann so ein bisschen, ja, eine verstrickte Situation, die dann versucht wird, im Film im Grunde aufzuarbeiten. Ja, das klingt total spannend. Genau, war es auch. Und ich hatte nichts von dem Film erwartet, auch gar nichts gehört. Und man fängt an zu gucken und man bekommt epische Aufnahmen aus Norwegen, Schweden, Dänemark, Island ist ja auch dabei. Tolle Musik und war direkt so ein Herr der Ringe, Game of Thrones Feeling, was dann jetzt nicht so in dem Maße durchgezogen wird. Aber also gerade am Anfang wurde man da richtig genial erstmal abgeholt, fand ich. Und dann ist man von Anfang bis Ende drin, was so die ganzen auch Kostüme und Settings angeht. Die sind wirklich alle extrem hochwertig gemacht. Und da man dann die Geschichte so bis zum Ende eben unklar ist, ist es dann auch, fand ich zumindest, sehr spannend, ja. Es gibt den ein oder anderen Aspekt an dem Film, den ich persönlich auch sehr faszinierend finde. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen, weil ich Skandinavistik auch studiert habe, ein bisschen mit der Kalmarer Union und der ganzen Story beschäftigt. Wobei das natürlich eine recht komplizierte politische Sache ist. Aber es ist natürlich sehr spannend, das jetzt mal so auf die Leinwand, auf die Filmleinwand gegossen zu sehen. Und den Aspekt, den ich ja so spannend finde, ist, dass du eben ja Margrethe im Mittelpunkt hast, die im Grunde ja eine Frau ist mit Macht zu einer Zeit, wo Frauen eben diese Macht nicht hatten und ihren Sohn nutzt, um diese Macht durch ihn auszuüben. Also offiziell ist ja ihr Sohn derjenige, der das Ganze in der Hand hat, aber in Wirklichkeit steht sie ja hinter ihm und genau, ja. Zieht die Fäden. Könnte man sagen, ein großer Politik-Thriller auch ein bisschen. Sehr viel Manipulation, sehr viel Intrigen, die du da auf der Leinwand zu sehen bekommst. Ja, genau. Und was ich allerdings, das hat mir so ein bisschen, habe ich so ein bisschen nicht so ganz verstanden. Es stand so überall in den Inhaltsangaben, ne, dass Margarete jetzt, wie du schon sagst, durch ihren Adoptivsohn eben ihre politische Macht ausübt. Im Grunde hatte man aber das Gefühl, dass sie eigentlich permanent wirklich auch am Drücker ist. Ne? Und da, Erik ist da, okay, aber im Grunde tut er nichts. Bis zu einem gewissen Punkt, wo ihr dann so ein bisschen eben zum Verhängnis wird, dass sie halt nur quasi die zweite Geige am Ende dann doch ist und nicht die letzte ausführende Gewalt eben ist. Ja, da wird dann eben doch klar, dass Erik derjenige ist, der die Macht am Ende hat. Das war mir nicht so ganz klar durch den Film, aber ja, wird dann auf jeden Fall wichtig, genau. Der ganze Film ist ein großes dänisches Prestigeprojekt. So wird er meines Erachtens nach auch beworben. Du hast eine Charlotte Sieling, die Regie geführt hat und die recht bekannt ist in Dänemark. Du hast auch unter den Schauspielern sehr viele bekannte Gesichter. Natürlich vor allen Dingen eben auch die Schauspielerin, die Margrethe spielt, also Trine Dyrholm. Kannst du bestätigen, nachdem du ja schon so ein bisschen leicht begeistert klangst, dass die Schauspieler in dem Film ihre Arbeit ordentlich machen? Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte jetzt keinen, wo ich sagen würde, dass es jetzt irgendwie eine außergewöhnliche Schauspielleistung war. Aber ich hatte auch keinen, wo ich gedacht habe, ja, das war jetzt irgendwie ein bisschen komisch. Und ich habe den Film in OMO gesehen, also in Original mit englischen Untertiteln. Und ich finde mal, dass die Originalversion hat auch sehr viel, also die Stimme jetzt auch, von die man dann eben erhält, von den Schauspielern und so weiter, auch sehr viel einfach zum Schauspielern beiträgt. Und das auf jeden Fall hilft. Ich glaube, wenn man das in einer zum Beispiel jetzt deutschen Übersetzung, Synchronisation schaut, dann ist das sicherlich ein anderes Feeling. Aber von daher, schauspielerische Leistung fand ich durch die Bank eigentlich echt okay. Ja, also habe ich nichts auszusetzen in jeglicher Hinsicht eigentlich.
Dann fass doch nochmal zusammen. Also, wem würdest du vor allen Dingen, frage ich jetzt mal so, diesen Film empfehlen? Also, ist das nur was für Historien-Nerds oder? Nee, auf keinen Fall. Ich finde es super, dass man da durch so einen Film einfach auch mal so ein bisschen Geschichte noch lernen kann. Man muss immer, ist immer so ein bisschen die Frage, was es jetzt alles war und was nicht. Vielleicht weiß man das ja auch gar nicht so genau manchmal. Und darum ist das dann immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber erstmal finde ich es gut, dass durch so einen Film, denn wirklich, der ist eigentlich zugänglich für jedermann, würde ich sagen. Der ist jetzt nicht besonders gewalttätig oder nicht besonders witzig oder nicht besonders für Familien oder so, sondern kann man als Historiendrama gut gucken, wenn man auch jetzt nicht unbedingt so viel mit Historie am Hut hat. Und man braucht da jetzt auch, glaube ich, keine Vorkenntnisse oder so weiter. Und hat mich so ein bisschen erinnert an The Last Duel, falls den jemand gesehen hat, wahrscheinlich auch viel zu wenige, weil es auch so genau ein Aspekt, ein Thema rausgab und dem so, dass den Film über versucht aufzuarbeiten und versucht, so ein Mysterium zu lösen und auf die Schliche zu kommen. Und wer ja Lust auf mal nicht Hollywood, sondern eben skandinavische Filmkunst hat, die finde ich auch eigentlich meistens super ist, dann ist man hier auf jeden Fall bestens bedient und ich würde dem auf jeden Fall eine 4 von 5 geben. Oh, sehr schön. Ja, dann wandert der doch auf meine Zuschauenliste. Und übrigens noch ein kleiner Funfact am Ende. Aktuell regiert ja in Dänemark Königin Margrethe II. Und ich fand es so witzig, als ich das gelesen habe, dass also zum Zeitalter von Königin Margrethe II. Ein Film als Prestigeprojekt des dänischen Kinos über Margrethe I. eben gemacht wird. Na, ob da ein Zusammenhang besteht. Na, wer weiß. Ja, ihr Lieben, dann war's das von uns und viel Spaß beim Schauen. Tschüss. Tschüss. Ganze 6 Stunden lang dauerte ein Video, was im Mai 2019 die Welt erschütterte und es zeigte den damaligen Vizekanzler von Österreich, Heinz-Christian Strache, in einer äußerst kompromittierenden Konversation. Nun gibt es eine Serie von Sky, die das Ganze ja in der Hälfte der Zeit 3 Stunden aufarbeitet. Die ersten beiden Folgen liefen auch bereits vorab. Wir konnten aber schon alles sehen und wir sind zum einen ich, der Dom, und die Theresia ist hier. Hi. Hallo. Ja, Heinz-Christian Strache hat man wahrscheinlich so am Rande mal mitbekommen, dass da was war mit diesem sogenannten Ibiza-Video. Da wir das jetzt allerdings aber nicht hundertprozentig voraussetzen können, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen das so hundertprozentig auf dem Schirm haben, magst du das mal vielleicht kompakt zusammenfassen, worum es hier ging und was wir zu sehen bekommen? Okay, ich versuche das Ganze jetzt mal kurz zusammenzufassen. Also in dem besagten Ibiza-Video geht es ja eben darum, dass man den Heinz-Christian Strache sieht, den Politiker aus Österreich, den FPÖ-Chef, der zusammen mit einem Parteikollegen und ja einer angeblichen russischen Oligarchin in Ibiza in der Finca zu sehen ist und die hier ja Geschäfte besprechen, was man denn so alles tun könnte, was die Dame, die offenbar über sehr viel Geld verfügt, investieren kann und wo man dann Vorteile eventuell daraus ziehen kann. Und in dieser Serie wird eben erzählt, der Weg dahin, wie eben dieses Video entstanden ist, was davor so alles passiert ist, wie der Kontakt mit zustande kam mit den Politikern, mit Strache, mit den Parteikollegen und was da alles für ein Aufwand betrieben worden ist. Genau, das hast du relativ gut kompakt zusammengefasst. Ja, ist natürlich ein sehr komplexer Stoff. Ich weiß gar nicht, wie hast du denn damals von diesem Skandal mitbekommen? Ich glaube auch erst, als es halt in der Presse dann halt veröffentlicht worden ist, das Video und dieser Bericht eben von den Journalisten von der Süddeutschen Zeitung. Muss aber dann gestehen, ich habe dann immer nur so am Rande mitgekriegt, was es dann alles für Auswirkungen hatte und worum es ging. Von daher war das jetzt in dieser Serie ganz interessant zu sehen, wer quasi die Drahtzieher hinter diesem Video waren. Ja, also ich habe es natürlich auch so ja im Blätterwald natürlich mitgekriegt, im Digitalen größtenteils. Habe das 6-stündige Video nicht komplett gesehen natürlich. Ich glaube, das haben die wenigsten. Die brisantesten und kompromittierendsten Ausschnitte habe ich natürlich gesehen. Aber man muss ganz ehrlich sagen, das ist eine schon relativ komplexe Thematik, für die sich jetzt diese Serie, die das Ganze aufarbeitet, auch wirklich Zeit nimmt. Also es sind ja insgesamt 4 Folgen dieser sogenannten Miniserie. Jede geht 45 Minuten. Das heißt, wir haben am Ende ein Werk von 3 Stunden. Und das kann ich schon mal sagen,
das spürt man tatsächlich nicht, auch wenn es teilweise sehr ausführlich ist. Ja. Ich muss sagen, also für mich war der Anfang etwas schwierig, etwas holprig, bis man mal gemerkt hat, wie so dieser Ablauf dieser Serie sein oder die Folgen sind. Mhm. Weil es gibt immer sehr wilde, verschiedene Zeitebenen und sehr viele Sprünge hin und her zwischen den Zeitebenen. Aber es wird eigentlich immer eingeblendet, wo man gerade, in welchem Jahr man ist und an welchem Ort das man ist. Also man wird da schon gut durchgeführt. Das lässt sich auch, glaube ich, nicht vermeiden bei der Chronologie dieser Ereignisse. Ich muss allerdings sagen, dass das bei dem Film von der Inszenierung sowohl, oder bei der Serie, nicht bei dem Film, ja, da sind wir eigentlich schon bei dem Punkt, weil es sieht wirklich für eine Serie sehr hochwertig aus. Ja, finde ich auch. Also sehr gute Bilder, sehr, sehr gute Atmosphäre immer, sehr stimmig. Es kommt einem wirklich nicht vor wie eine Serie. Man merkt auch, dass hier eindeutig irgendwie auch auf den Erfolg von Der Pass aufgebaut wurde, weil man hat ja denselben Schauspieler verpflichtet in der Rolle dieses Privatdetektivs, nämlich Nicolas Ofczarek, über dessen alles dicht machen Aktivismus man zuletzt natürlich geteilter Meinung sein konnte, aber hier in der Serie liefert er absolut ab. Ich mochte ihn schon wahnsinnig gern, wie gesagt, in Der Pass als diesen desillusionierten Salzburger Kommissar, dem alles irgendwie scheißegal ist und der auch wirklich so eine Wiener Schmäh mitbringt, die einfach was wahnsinnig Charakteristisches hat. Ja, also die Rolle auch hier eben verkörpert er wahnsinnig gut. Und ja, was halt mir aufgefallen ist, also ich würde mal behaupten, also hinter diesem Video steckt ja eben ein Wiener Anwalt mit, ich glaube, iranischem Hintergrund. Genau. Und eben dieser Privatdetektiv Julian Hessenthaler. Und natürlich, also von dem Wiener Anwalt ist natürlich schon so die politisch motivierte Plan dahinter, Strache irgendwie zu überführen, dass der halt ja rechtsradikales Gedankengut eben verbreitet und Pläne hat. Und bei dem Detektiv, ja, also ich glaube, zum Schluss hin sind es bei dem auch eher die politisch motivierten Themen, aber ich denke, dass er am Anfang vielleicht auch gehofft hatte, mit irgendwie sowas Geld zu verdienen. Das schon irgendwo, das merkt man ja auch dann später, als sie zuerst an die Süddeutsche Zeitung herantreten oder den Spiegel und sich für die Story halt bezahlen lassen wollen. Unabhängig davon muss man aber sagen, dass Hessenthaler, dass der eben auch mit Strache auf Ibiza direkt konfrontiert wurde. Und ich glaube, dass du irgendwann wirklich nur noch den Hut kriegst, wenn da dieser Politiker in reinster Form Korruption anbietet und wirklich schon Hinterzimmergeschacher und dann immer wieder sagt, aber es muss ja alles legal und alles gesetzmäßig und gemäß dem Parteiprogramm der rechtsnationalen FPÖ sein. Ja. Und ich denke, dass das, also da sind auch starke Szenen, wo man durchaus merkt, wie es da wirklich in ihm arbeitet. Das ist auch alles wirklich gelungen, schauspielerisch. Ich muss aber sagen, dass ich die Inszenierung zwiespältig fand, weil ich hatte den Eindruck, dass die einem manchmal, dass sie dem Zuschauer irgendwie nicht viel zutraute. Also, dass das irgendwie alles nochmal zweifach unterstrichen werden musste und da war dann auch so ein bisschen die Tonalität schwierig, weil manchmal hatte man das Gefühl, dass das Ganze so ein bisschen satirisch angehaucht sein soll im Stil von sowas wie zum Beispiel Stonk, wenn er dir was sagt, geht es ja um diese Hitler-Tagebücher, die dem Spiegel damals angeboten wurden. Auch so vom Ablauf, ich musste öfters mal an American Hustle denken, hast du den gesehen? Ja, aber das ist lange her. Also ich habe da jetzt auch nicht mehr so viele Erinnerungen dran. Also ich habe bei der Serie auch immer so geschwankt zwischen Polit-Thriller, weil du dann auch irgendwie mitgefiebert hast oder quasi nachvollziehen konntest, warum die Männer quasi dann halt Angst hatten, das Video zu veröffentlichen. Und was irgendwie einmal manchmal so seltsam und so eben satirisch angehaucht, wenn die halt dann auf dieser Finca angekommen sind und die erstmal noch putzen mussten und auf Vordermann bringen mussten, um quasi darzustellen, hier wohnt jetzt reiche Millionenerbin. Ja, oder die ist zumindest angemietet, die Villa, ne? Die ganzen Autos und so weiter, das wird ja auch gezeigt, wie sie die anwerben, die Schauspielerin in der Anführungsstrichen. Ich muss sagen, ich kann es nur mal betonen, die Serie ist wirklich kurzweilig, das lässt sich wirklich gut weggucken.
ist jetzt auch nicht so tonnenschwere Kost. Man muss sich aber schon konzentrieren, um so den Überblick zu behalten. Aber trotz allem ist mir die Inszenierung manchmal zu plakativ. Also da ist mir vor allem eine Szene sehr negativ aufgefallen, wo Strache ja eigentlich erst in der dritten Folge, zu Beginn der dritten Folge, wo es nach Ibiza geht, eigentlich erst eingeführt wird. Großartig gespielt von Andreas Lust nebenbei, der wirklich verschwindet hinter seiner Rolle. Also da wird er dann irgendwie angesprochen, während er sich massieren lässt, irgendwie am Strand von Ibiza. Und dann während des Gesprächs werden dann plötzlich so Stock-Footage oder was auch immer für Aufnahmen eingeblendet, die zeigen, wie Mäuse in eine Falle gehen. Und das, muss ich sagen, fand ich alles andere als subtil. Das hat mich gestört. Ja, ich fand es jetzt nicht schlecht, also ich fand diese Unterbrechungen von diesen Einspielern, die immer mal wieder gestreut haben in der Serie, ich fand es jetzt eigentlich ganz, ja, unterhaltsam oder etwas auflockernd. Ja, ich fand's tatsächlich wechselhaft. Also hier zum Beispiel fand ich's halt irgendwie zu plakativ oder auch an einer Stelle auch nochmal, oh ja, wir haben jetzt den Fisch am Haken, deshalb müssen wir jetzt irgendwie jemanden zeigen, der einen Fisch fängt oder was. Das ist mir zu on the nose gewesen. Andererseits waren dann manchmal ganz nette stilistische Brüche drin, aber insgesamt hatte ich das Gefühl, dass das Ding doch manchmal ein bisschen unentschlossen ist, ob es jetzt wirklich eine nüchterne, thrillerartig angehauchte Aufarbeitung sein soll oder aber schon eine Satire. Ja. Und das fand ich ein bisschen ernüchternd tatsächlich. Manchmal habe ich auch das Gefühl gehabt, ist es jetzt das eine oder ist es das andere? Gerade diese Einspieler wirkten einfach manchmal echt zu sehr drüber und irgendwie auch so ein bisschen gewollt. Ja. Ich fand es auch schön, wie hier die beiden Journalisten Obermeier und Obermeier, die tatsächlich keine Brüder sind, die hatten ja auch schon vorher einen Namen. Die haben ja jetzt zuletzt auch nochmal einen Scoop gelandet mit den sogenannten Paradise Papers, nachdem sie auch schon die Panama Papers aufgedeckt hatten, den Skandal damals mit Mossack Fonseca. Und wo sie auch einen Pulitzer-Preis für erhalten haben. Aber trotzdem fand ich die Darstellung von denen sehr schön und down to earth tatsächlich. Ja, also die haben halt in der Serie die Journalisten ja nicht so viel Screentime, würde ich mal sagen, weil die ja quasi ja erst ab 2018 mit der ganzen Materie in Kontakt gekommen sind. Das hat ja etwas, hat sich ja über Jahre hingezogen. Von der Entstehung des Plans bis zu dem Zeitpunkt, wo das Video entstanden ist und dann auch noch bis das Video veröffentlicht worden ist. Quasi was dann auch noch so bei den Journalisten an Recherchearbeit da war, um eben abzudecken, ist das Video wirklich echt oder ist das jetzt irgendwie gefaked und was die da halt alles noch für Prüfungen und Beweise erbringen mussten, damit die eben solide sagen konnten, ja, wir gehen jetzt mit dieser Geschichte raus. Ja, das wirkte tatsächlich sehr authentisch. Also die Art einfach, wie die agieren und wie sie auch mit Informationen umgehen, beziehungsweise wie sie auch wirklich lange Zeit lassen für die Recherche und dann wirklich so ihre Gegenüber so nach und nach abtasten, weil die sich halt doch irgendwie nicht so ganz in die Karten gucken lassen wollen. Es sind schon auch wirklich gelungene Momente. Also wenn Strache da irgendwie halt erzählt, was er zum Beispiel mit der Kronenzeitung vorhat, der größten Zeitung Österreichs, die hier ungefähr zu vergleichen ist mit Boulevardjournalismus wie der Bild. Gruß an Julian Reichelt, über den wird es wahrscheinlich dann in 2 Jahren einen Film geben. Was der einfach auch für ein Demokratieverständnis da offenbart, da steht dir bis heute eigentlich der Mund offen. Also das Video wurde ja quasi gedreht, es war im Jahr 2017 und es wurde gedreht im Sommer 2017 und ein paar Monate später war eben eine sehr wichtige Wahl in Österreich und bei dieser Wahl kam dann eben die FPÖ an die Macht. Genau. Und das hat dann eben für den Privatdetektiv und für den Anwalt die ganze Sache eben noch schwieriger und noch heißer gemacht und waren halt quasi verängstigt, ob sie halt dieses Video veröffentlichen sollen oder nicht, weil eben jetzt die FPÖ an der Regierung auch mit dabei war. Der vierte Teil, die vierte Folge dreht sich eigentlich größtenteils darum, während wirklich die gesamte dritte Folge eigentlich der Entstehung des Strache-Videos gewidmet wird. Und da muss man auch nochmal sagen, handwerklich Chapeau, wenn man da nämlich die Originalaufnahmen kennt, sei es aus YouTube oder von der anhängenden Doku, zu der du gleich nochmal kurz was sagen kannst, die ja auch bei Sky verfügbar ist. Wirklich großartig gemacht, handwerklich. Die sind denen teilweise wie aus dem Gesicht geschnitten. Die Kamerapositionen stimmen. Also das ist mit sehr viel Liebe zum Detail umgesetzt worden. Ja.
Auf alle Fälle. Also was mir eben auch aufgefallen ist, ist die große Ähnlichkeit von den Schauspielern eben zu den realen Vorbildern, ob das jetzt Strache ist oder ob das jetzt dann die Obermeier sind, also bei allen Darstellern. Ja, bis vielleicht auf Nikolaus Ofzarek, wobei das Gesicht von diesem Hessenthaler sieht man ja nicht. Ja, ich würde sagen, wir kommen zu einem Fazit, Theresia. Mhm. Lass ich dir natürlich den Vortritt, Ladies first. Ich würde sagen, wir vergeben 1 bis 5. Ja, was denn? Kippen? Weil Strache ist unendlich am Rauchen in diesem Video. Red Bull-Dosen. Red Bull-Dosen. Red Bull-Dosen. Ja, obwohl mir, Hashtag no ad hier. Ja, bitte sehr. Ja gut, also wie gesagt, also ich fand die Serie wirklich sehr gut gemacht. Sie war kurzweilig, sie war von den Bildern her sehr intensiv. Auch, wie gesagt, die Darsteller haben einen wahnsinnig guten Job gemacht. Auch ohne, dass ich jetzt so viel über die Ibiza-Affäre vorher nochmal recherchiert habe, konnte man der Serie sehr gut folgen. Und wie gesagt, die Doku ist auch noch eine sehr gute Ergänzung zu der Serie und ich würde dem Ganzen ja schon 4 von 5 koffeinhaltigen Getränkedosen geben. Okay. Ja, dann bin ich ein klein wenig zurückhaltender. Ich gebe 3,5, ist aber trotzdem eine sehr sehenswerte, sehr gut gemachte Produktion. Kann sich Sky tatsächlich wirklich rühmen, was das angeht. Bin mal gespannt, zu der Wirecard-Affäre soll ja auch noch eine serielle Aufarbeitung kommen. Wir haben ja auch die Doku Wirecard, die Milliardenlüge, hier besprochen. Da könnt ihr sehr gern reinhören, da war der Kollege Boris dran beteiligt. Und ihr könnt auch, wenn ihr euch für die Arbeit der Obermeiers interessiert, im Special zum Dogfest München haben wir auch, beziehungsweise ich glaube Stu und Katharina waren es. Katharina, unsere liebe Dame aus Österreich, die haben die Doku Hinter den Schlagzeilen besprochen, die auch vor rund einem Monat regulär in die Kinos kam und die sich um die Arbeit der Obermeiers dreht. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Im Gegensatz zu Strache brauchen wir keine 6 Stunden, um uns hier zu kompromittieren, sondern nur 20 Minuten. Theresia, hat mich sehr gefreut. Ebenfalls, danke. Und ja, bis demnächst. Ciao. Ciao. Hallo, da sind wir wieder mit einer weiteren Besprechung hier beim Telestammtisch. Diesmal geht es um Kabul Kinderheim. Ich bin der Stu und ja, es ist klar, ich habe den Film natürlich nicht gesehen, aber Paul, das hast du dafür getan. Hallo. Hi. Paul. Ja. Du wirst von meiner ersten Frage komplett überrascht sein, Nein. Aber meine erste Frage lautet, worum geht's in Kabul Kinderheim? Und werd nicht frech. Nein, in Kabul Kinderheim geht es um den 15-jährigen Quadrat. Der lebt in den Straßen von Kabul und ist quasi heimatlos. Und die meiste Zeit verbringt er so da ein bisschen auf dem Schwarzmarkt Kinokarten zu verticken und auch sich mal den ein oder anderen Bollywood-Streifen reinzuziehen. Letztendlich wird er aber irgendwann aufgegriffen und eben in besagtes Kinderheim gebracht. Und dort ja, wird seine Zeit geschildert, die er dort mit anderen Teenagern in ungefähr seinem Alter verbringt. Es ist also keine Dokumentation. Nein, es ist keine Dokumentation und es ist auch nicht so tränendrüserig, wie es jetzt vielleicht der Titel vermuten lässt. Gut, das wäre meine zweite Frage gewesen. Dankeschön dafür. Es ist halt so, Kabul, wir wissen, wo Kabul liegt, nämlich in Afghanistan. Wir wissen, Afghanistan ist halt gerade echt die Kacke am Dampfen, mal wieder. Jetzt weißt du, wann der Film gedreht wurde? Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich ihn gesehen habe. Er lief vor 2 Jahren, glaube ich, auf dem Schlingel Film Festival, zu dem wir auch schon einen Podcast gemacht haben. Und jetzt läuft er eben ab 4. November im Kino. Ich habe ihn jetzt nochmal so ein bisschen aufgefrischt, aber ich nehme an, dass er demzufolge so 2017 bzw. 2018 gedreht worden ist. Das heißt, es gibt jetzt keine Bezüge zu der aktuellen Situation? Nein, tatsächlich spielt die Handlung, glaube ich, auch in den 80ern. Beziehungsweise oder sogar in den 70ern, weil wir sehen hier unter anderem auch noch die UdSSR und die gibt es ja schon eine ganze Weile nicht mehr. Jetzt hast du ja schon gesagt, dass der nicht so der große Tränenzieher-Film ist, aber was genau ist Kabul Kinderheim? Ist es ein aufklärerischer Film, ist es einfach ein Unterhaltungsfilm oder steckt da schon noch was Tieferes drin? Es geht vordergründig eben um diese Hauptfigur, also so ein kleines bisschen auch Coming of Age und seiner Beziehungen eben auch so ein bisschen zum Kino, was hier auch wirklich sehr präsent in die Handlung oder in die Geschichte mit einfließt, nämlich das Bollywood-Kino. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so ein Porträt dieses Kinderheims und den Umständen und so ein paar Ausflügen, aber auch natürlich politischen Geschehnissen in Afghanistan. Das verschmilzt hier alles und es ist ein Film, der auf der einen Seite
eben so einen von dieser Zeit eben sehr gefärbten irgendwie so Realismus zeigt. Also jetzt zum Beispiel, was die Kostüme und was die Aufmachung und so anbelangt. Und auf der anderen Seite aber auch zum Beispiel Bollywood-Sequenzen einfließen lässt, die mich schon beim ersten Mal wirklich ein bisschen herausgerissen haben. Ich bin auch zugegebenermaßen nicht der größte Fan von Bollywood-Produktion, beziehungsweise kann halt einfach nicht so viel damit anfangen und habe sie mir dann auch nochmal hier angeschaut und es fühlt sich auch beim zweiten Mal noch ein bisschen unpassend an. Ich verstehe sie zum Beispiel als Einfluss, beziehungsweise eben als Verbildlichung auch eben dieser Leidenschaft, aber es reißt eben aus dieser halbwegs ernstzunehmenden Atmosphäre dann doch raus. Du hast ja schon gesagt, er ist beim Schlingel-Festival gelaufen. Also es ist ja ein Filmfestival für Kinder- und Jugendfilme. Ist das ein Film für auch kleinere Kinder oder würdest du sagen, das fängt eher so ab 12 Jahre an? Nein, das ist ein Film, der ist ganz klar, würde ich sagen, eher für ein älteres Publikum. Der hat, glaube ich, eine FSK 12. Lief aber damals im Wettbewerb unter den Jugendfilmen, also so ab 14 ungefähr. Und da würde ich ihn auch ungefähr einordnen, denn er hat auch schon ein paar wirklich harte Momente und zeigt auch die Umstände dort und auch tragische Schicksale, die dann zwar wieder so ein bisschen waffnet werden, sag ich mal, durch die Bollywood-Sequenzen, wenn es dann tatsächlich mal zu einem etwas tragischeren Zwischenfall kommt, dass dann plötzlich mit einem Quad durch ein sehr verschneites oder durch ein leicht verschneites Gebiet gefahren wird und gesungen wird. Das wirkt wie ein Fremdkörper, wie gesagt, auf mich. Und deswegen konnte ich leider diese Situation dann nicht mehr so gut nachfühlen, obwohl natürlich der Umstand, was so teilweise passiert, schon ganz schön krass ist. Hast du noch etwas, was du zu Kabul Kinderheim loswerden möchtest? Nein. Gut, dann würde ich sagen, ist Fazitzeit. Du kannst vergeben 0 bis 5 Bollywood-Sequenzen, weil du die ja so toll findest. Wie viel bekommt Kabul Kinderheim? Ja, beim ersten Mal hätte ich dem Film wahrscheinlich ein bisschen weniger gegeben. Nun wusste ich, auf was ich mich einlasse und konnte die Sequenzen auch so ein bisschen besser einordnen. Nichtsdestotrotz ist es nicht mein Genre oder einfach meine Art des Filmemachens. Deswegen gebe ich mal 2,5 von 5 mit diesem Hinweis. Wie gesagt, vielleicht ist es für Leute, die eher auch was mit den Bollywood-Sequenzen anfangen können, viel mehr. Ich mochte dann eher die realistische und etwas authentischere Herangehensweise auf der anderen Seite. Und ja. Gut, dann danke ich dir für deine Meinung zu Kabul Kinderheim. Ich sage jetzt nicht Tschüss oder Sonstiges, weil wir werden uns ja gleich nochmal hören. Ich sage einfach nur bis gleich. Ciao. Kike Milo hat einen neuen Film gemacht und es ist ein Film basierend auf einem Buch Kosmetik des Bösen, im Original A Perfect Enemy. Und Sarah kann uns mehr zum Inhalt des Filmes sagen. Hallo! Ja, es gibt den erfolgreichen Architekten Jeremias, der einen ganz tollen Flughafen gebaut oder geplant hat als Architekt. Und er trifft auf dem Weg zu diesem Flughafen die junge Texel Textor, die ihm seine Lebensgeschichte erzählt. Und diese Lebensgeschichte ist ganz schön krass und ganz schön eklig an manchen Stellen. Und wie es sich für einen Thriller gehört, tauchen wir immer weiter ab in ein düsteres Geheimnis. Und da sagst du schon was ganz Wichtiges. Würdest du diesen Film als Thriller titulieren? Nee. Gut. Nicht so richtig. Also er versucht, ein Thriller zu sein. Er versucht es. Aber misslingt auf voller Länge. Um da, glaube ich, direkt mal einzusteigen, ohne eine direkte Wertung schon vorwegzunehmen. Ich glaube, wir waren beide sehr verhalten, was den Film angeht. Du kannst gerne mehr ausschweifen, wenn du das möchtest. Ja, das Ding ist, er versucht sehr künstlerisch zu sein, er versucht sehr tiefgehend zu sein und das passt einfach nicht. Und das zusammengemixt mit meiner Meinung nach nicht ganz ausgeprägten schauspielerischen Leistungen in dieser Verfilmung ist keine geile Mischung. Das geht anders. Also, dass du schon gesagt hast, dass der Film künstlerisch irgendwo drauf Wert legt, das ist ja schon weit hergeholt. Also, der Film spielt ja quasi nur an einem Flughafen gefühlt und die ganzen Sachen, die sie erzählt, werden halt in Rückblenden gezeigt. Das Problem ist ja leider, der Film sieht aus wie eine ARD-Thriller-Produktion und zwar nonstop. Man hätte auch Tatort draufschreiben können und keinen würde es interessieren. Dann hast du auch gesagt, schauspielerisch ist das nicht so gut. Das stimmt. Also Thomas Scott. Ist leider so. Ja, das ist leider so. Thomas Scott als Hauptdarsteller hat nur eine Mimik. Wenn er wütend ist, guckt er gleich. Wenn er fröhlich ist, guckt er gleich. Als hätte der nonstop Verstopfungen. Aber nicht so leichte, sondern so Martin-Luther-Verstopfungen. Also so richtig böse. Und dann hast du noch Athena Straatz.
die so lang so ein bisschen auf Asylum-Film-Niveau spielt. So ganz schlecht, ganz grausig, viel zu drüber. Aber weil das alles ja noch nicht schlimm genug ist, müssen die auch noch Dialoge in die Kamera blöken, die dämlicher und idiotischer gar nicht hätten sein können. Das Problem bei den Dialogen ist auch, sie versuchen halt tiefsinnig zu sein, sind es nicht. Also sie zitieren relativ viel aus Büchern, wie zum Beispiel dem Kleinen Prinzen und anderen, ja, ich sag mal, Aussagen, die man irgendwie interpretieren könnte. Und sie spielen auch so ein bisschen damit. Also es gibt eine Aussage, Lügen werden oft wiederholt, damit sie Wahrheit werden. Und das spiegelt sich so ein bisschen hin und her, vor und zurück. Das fand ich war so ein bisschen, da wurde es interessant kurz und dann ist es gleich wieder abgerutscht. Ja, aber in einem riesigen Strudel aus Bullshit. Der Film hört ja auch gar nicht mehr auf, damit sich selber zu widersprechen oder die Logik so zu biegen, wie es ihm gerade passt. Nichts davon hat Hand und Fuß, die Charaktere wirken einfach komplett konfus und lahm. Die wechseln ihre Sympathie und all sowas hin und her. Und das viel Schlimmere ist, was man bei dem Film ja eigentlich sich nicht denken sollte, aber die ganze Zeit sitzt du da und hast die ganze Zeit dieses Gefühl, warum kommt sie jetzt zu ihm hin und erzählt ihm die Lebensgeschichte? Ich gehe doch auch nicht in den McDonald's zu irgendjemandem hin und sage, ich war gerade auf der Toilette. Das mache ich doch auch nicht. So, also klar, der Film hat noch einen gewissen Twist, aber wie er sich ja auch mit ihr unterhält und er kennt sie nicht mal und selbst egal, was sie ihm erzählt, er geht nicht weg, der hört ja immer weiter zu. Wie jemand, der so einen Autounfall hatte und dann fährst du ganz langsam dran vorbei und möchtest eigentlich gar nicht hingucken, guckst aber die ganze Zeit hin. Das ist ja ein Teil seiner Geschichte dahinter. Also den Teil fand ich noch am ehesten verständlich, warum er nicht einfach wegläuft. Also gerade die Flugzeugszene, fand ich, hat das nochmal ein bisschen deutlicher gemacht, warum er gar nicht weglaufen kann vielleicht auch. Ja, aber von ihrer Seite finde ich das auch unangenehm. Du gehst ja nicht einfach zu jemandem hin und erzählst seine Lebensgeschichte. Ja, aber das ist ja auch Teil des Twists am Ende. Man muss jetzt ja aufpassen, dass man nicht zu viel sagt. Ne? Nee, auf gar keinen Fall. Aber das Problem ist ja trotzdem, dass der Twist erst relativ spät kommt. Und bis dahin fühlt es sich halt alles so unangenehm an, weil er könnte doch einfach auch weggehen. Es fühlt sich alles einfach so unausgewogen, unausgegoren an. Es hat halt kein Hand und Fuß. Es fühlt sich nicht so ganz frei an, vor allen Dingen. Also, ja. Wie du schon gesagt hast, gerade in dem großen Gebäude, er könnte weggehen, er könnte sagen, okay, das ist mir jetzt zu komisch, ich gehe. Aber na gut, wir haben ja uns jetzt ja gut darüber ausgelassen. Wollen wir zu einem Fazit kommen? Willst du anfangen oder soll ich? Ich fange einfach mal an. Gut. Also, von mir gibt's 2 von 5 Flughäfen. Der Film ist echt kein Kracher, das ist etwas, das kann man sich mal nachmittags angucken. Wenn man viel Zeit und Muße hat, kann man vielleicht sogar was reininterpretieren. Aber dafür muss man echt Zeit und Muße haben. Ja, bei mir gibt's 1,5 von 5 BERs. Das ist grauenvollstes Laientheater, was geschrieben ist, wie auch in einer dritten Klasse. Die Dialoge ziehen nicht, die Synchronisation ist grauenvoll, die Handlung macht keinen Sinn und wendet und dreht sich ohne Sinn und Verstand. Der Film ist überhaupt nicht künstlerisch, wirkt wie so ein billiges Kammerspiel, teilweise wie ein Tatort auf Wish bestellt. Und es funktioniert nichts, vorne und hinten nicht. Diese Verfilmung eines Romans kann man sich getrost schenken. Ja, ich denke, das waren unsere Fazits. Und ja, viel Spaß bei den weiteren Kritiken. Und wir klinken uns aus. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich bin's wieder, der Stu, bla bla bla. Paul ist auch da, sag hallo Paul. Hallo Stu. Ja, ratet mal was, genau, der Paul hat einen Film gesehen und der Stu aber nicht, aber der Stu fragt den Paul jetzt aus. Ich weiß, es ist für euch jetzt alle neu da draußen, aber wir werden es heute mal zum ersten Mal versuchen, hier beim Titelstammtisch. Und der Film heißt Kinder der Hoffnung und Paul, du kannst uns kurz erklären, worum geht's denn? Ja, das ist ein Dokumentarfilm von Yael Roveny, eine Regisseurin, die hier in Deutschland lebt. Und ich greife mal ganz kurz auf diesen kleinen Text hier zurück. Vor 15 Jahren hat die heute 40-jährige Regisseurin ihre Heimat Israel verlassen, um in Berlin zu leben. Für Kinder der Hoffnung kehrt sie zurück und trifft ihre ehemaligen Klassenkameraden, um zu sehen, was aus den Träumen und Idealen ihrer Generation geworden ist. Ja, eine Dokumentation über ein durchaus interessantes Thema. Hatte dir den gefallen? Mal so einfach so frei oder lieber weg? Ja, ich fand ihn sehr interessant und vor allem fand ich die Herangehensweise
Sehr schön. Man hat nämlich am Anfang so ein Klassenfoto quasi gesehen und während des Films, es ist quasi ein Episoden-Dokumentarfilm, geht man die verschiedenen Personen auf diesem Bild ab oder man pickt sich einzelne daraus. Ich habe nicht beachtet, ob es alle gewesen sind, aber ich glaube nicht, weil da waren schon ganz schön viele SchülerInnen auf diesem Bild. Und dann schaut die Regisseurin einfach, wie geht es diesen Menschen heute? Was ist aus ihnen geworden? Eben aus ihren Träumen und so weiter. Ja. Wie wichtig ist denn der, ich nenne es mal, Faktor Israel dabei? Er ist omnipräsent, aber jetzt nicht auf eine Ebene, dass hier das große politische Hintergrund oder der große politische Hintergrund aufgemacht wird und so weiter, sondern eher unter dem Gesichtspunkt, sie beschreibt es zum Beispiel so, diese Generation, die sie eben mit ihren SchulkameradInnen ist, die sind die Ersten, die von der Hoffnung der Generationen vor ihnen lebten und die Ersten, die eben diese Hoffnung auch irgendwie wieder aufgegeben haben. Und unter diesem Gesichtspunkt schaut sie eben, wie stehen die verschiedenen Leute zu Israel oder auch, wie reflektieren sie ihre eigene Vergangenheit oder ihre Rolle als eben, in Anführungszeichen, Kinder der Hoffnung, wie der Titel ja heißt. Und es geht aber auch auf der anderen Seite um ganz persönliche Geschichten. Was ist aus ihnen geworden? Haben sie Familien gegründet und so weiter? Reflektiert die Regisseurin dann auch ihre eigene Beziehung auch zu Israel, aber auch natürlich auch zu ihren ehemaligen Schulfreunden? Sie leitet das Ganze ein. Also das Voice-Over der Regisseurin, das kehrt auch immer wieder, ist quasi so ein roter Faden und sie beginnt eben auch mit ihrer eigenen Reflexion oder sie berichtet davon, wie sie aufgewachsen ist. Wenn sie dann allerdings mit ihren KlassenkameradInnen redet, dann tritt sie doch sehr in den Hintergrund und tritt eigentlich nur als Fragestellerin auf. Also da hält sie sich zurück. Es werden nicht so viele Verknüpfungen zwischen den einzelnen Biografien jetzt geschlossen, zumindest nicht oberflächlich. Wenn man sich die einzelnen vielleicht nochmal nebeneinander auflistet, dann bekommt man da wahrscheinlich schon irgendwelche Verbindungen gezogen. Aber grundsätzlich ist es wirklich mehr ein Episodenfilm als jetzt wirklich eine durchgängige und einzig und allein auf ein Thema fokussierte Dokumentation. Und wenn du mal so jetzt in dich gehst, hast du für dich was mitnehmen können? Eine Erkenntnis? Es ist ein bisschen schwierig, denn man bekommt hier wirklich ganz viele unterschiedliche Geschichten geboten und die gehen teilweise so, ich sag mal, 5 bis 7 Minuten ungefähr. Und dadurch erhält man eben immer nur so einen ganz kleinen Einblick in die Leute, wie diese Leute eben heutzutage leben. Man hat nicht den direkten Vergleich. Natürlich wird auch von der Regisseurin immer mal eingeleitet, ja, früher warst du ja so ein ganz schüchternes Kind oder so. Als Zuschauer hat man jetzt nicht diesen komplexen Vergleich eben zu früher, weil man eben nicht die gleichen Hintergründe hat wie jetzt die Regisseurin. Und diese Kürze der einzelnen Episoden, die schafft es da auch nicht immer so diese richtige Tiefe beziehungsweise eben die richtigen Fakten oder Verbindungen rauszuschürfen. Das wirkt stellenweise immer wie so ein Update und wir gucken mal bei dem vorbei und gucken mal, was aus ihm geworden ist. So richtig was mit rausnehmen, außer eben ein paar jetzt auch so private Geschichten von auch ein paar sympathischen eben Leuten, habe ich da jetzt so erstmal nicht raus mitgenommen. Glaubst du, es hätte dir in Anführungszeichen besser gefallen, wenn sich die Regisseurin vielleicht so auf 2, 3 Leute konzentriert hätte und nicht halt eben, wie du sagst, so alle 6, 7 Minuten mal kommt der Nächste? Ich glaube schon. Mir hätte vor allen Dingen auch nochmal so wirklich die Entwicklung dieser einzelnen Menschen halt einfach, das hätte mich interessiert. Das kann natürlich für andere Leute auch uninteressant sein, aber ich hätte lieber so ein paar wenige mit Aufnahmen begleitet von Kindheit über Jugend bis heute zum Beispiel. So war es halt viel hintereinander und nur das Erwachsene-Update quasi. Hast du noch irgendetwas, was du zu Kinder der Hoffnung loswerden möchtest? Ich mochte noch die Verbindung bzw. die Einbindung eben von zum Beispiel Super-8-Aufnahmen oder so, also auch von Bildern, die durchaus die Stimmung der damaligen Zeit eingefangen haben. Wie gesagt, da hätte ich mir vielleicht manchmal mal etwas mehr Kontext oder auch Aufnahmen eben aus dem früheren, konkret von den Menschen gewünscht. Jetzt weiß ich natürlich auch nicht, inwiefern dieses Material überhaupt existiert oder inwiefern dieses Material einfach so abrufbar ist. Aber diese Einbindung von diesen Aufnahmen und dann eben die Bilder aus dem Heute, allgemein die Bilder, fand ich für auch so eine Dokumentation, die jetzt sich rund um ein paar Leben spannt, schon sehr schön. Die fand ich gut. Dann kommen wir mal zu einem Fazit. Du kannst vergeben 0 bis 5 Klassenfotos. Wie viele bekommt Kinder da? Ich schwanke noch so ein bisschen. Ich bin bei 3 bis 3,5 von 5 Klassenfotos. Je nachdem, um wie viele Köpfe oder so ich da noch rumschneiden muss. Ja. Alles klar, Paul. Dann danke ich dir für deine Meinung und bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Besprechung heute zum Film
Paris, kein Tag ohne dich. Falscher Ort, falsche Zeit, dieses Schicksal teilen nicht nur Actionhelden, sondern leider auch reale Personen. Wie, was, wer, wie und überhaupt, das erklärt uns der liebe Nikolas. Hallo Nikolas. Hallo Sven. Schieß los. Genau, Paris, kein Tag ohne dich. Also ist ein autobiografischer Film von Ulrike Schass. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht so hart falsch ausgesprochen. Die ja schon immer eine Affinität zu Frankreich hatte, in einem kleinen schwäbischen Dorf irgendwie zur Welt kam oder Stadt, das französisch besetzt war nach dem Zweiten Weltkrieg. Und sie hat sich immer künstlerisch ausleben wollen und was gibt es da Besseres als Paris? Und so nimmt das auch alles seinen Lauf. Und im Juli 1975 passiert dann das, was sie und ihr Freund, ein Franzose, damals wahrscheinlich gar nicht für möglich gehalten hätten. Die werden verhaftet und des Terrorismus bezichtigt. Bezichtigt, genau. Das lässt sich dann auch irgendwann aufklären. Sie wird auch aus Frankreich ausgewiesen und muss wieder zurück nach Deutschland. Da ist es dann aber auch nicht gleich vorbei. Sie wird da auch nochmal in Gewahrsam sozusagen genommen. Wird dann aber auch irgendwann entlassen, weil es auch keine stichhaltigen Beweise dafür gibt. Das steht alles nur irgendwie so auf dem Papier. Sie soll da irgendwie bei einem Terroranschlag geholfen haben, wo drei Menschen, auch Polizisten, ums Leben gekommen sind. Das verfolgt sie aber das ganze Leben lang weiter. Also auch jetzt, wenn sie zum Beispiel in die USA einreisen wollte, durfte sie das auch nicht. Da haben die das FBI geholt und sie dann gleich wieder aus den USA ausgewiesen. Und der Film behandelt halt so ein bisschen auch diese Thematik, ja, wie vernetzt sind auch die Länder oder Datensammlungen und das so Big Brother is watching you, dass ja Staaten ja viel mehr über einen wissen, also vermeintlich, und das thematisiert dieser Film so ein bisschen. Ich habe auch gelesen, also ich habe den Film ja nicht gesehen, ich darf dich ja nur ausquetschen, dass sie ja auch bezichtigt wurde, Mitglied der RAF zu sein. Genau. Was ja auch irgendwie überhaupt nicht stimmt. Ist es nur, also in Anführungsstrichen, geht es nur um die unschuldig in die Mühlen der Justiz oder in der Geheimdienste zu kommen? Oder behandelt der Film noch ein anderes Thema? Also was ich jetzt aus dem Film so ein bisschen rausgezogen habe, ist zu meinem natürlich dieses Spionage, Geheimdienst, Datensammlung, Datenspeicherung. Aber auch, ich glaube, das war ihr auf jeden Fall wichtig, so ein bisschen diesen künstlerischen Aspekt von ihr auch mit einzubringen. Und ich meine, es ist eine Autobiografie oder ein autobiografisches Werk. Da will man natürlich dann auch über sich so ein bisschen erzählen. Das ist auch so ein Punkt, wo ich dann so sagen würde, okay, vielleicht hat er sich auch ein bisschen zu ernst genommen. Aber wenn man sich dann mal so ja das einzelne Schicksal auch vor Augen führt, ist das ja schon also sehr, sehr heftig. Ne? Also wenn sie dann erzählt, dass sie in den ehemaligen Gestapo-Häusern in Paris da festgehalten wird, die einfach so übernommen wurden von den Franzosen und auch nie renoviert wurden und in irgendwelchen Kellern gehalten wird, da hat man dann schon so ja Vibes, die man auch aus anderen Ländern kennt, wo Haftbedingungen jetzt nicht irgendwie ein Spaß sind. Also das ist schon für den einzelnen Menschen mit Sicherheit sehr erschreckend. Aber war mir so ein bisschen zu, ja, ich stelle mich auch mal so ein bisschen da, was mich genervt hat, ne? Okay, du hast gesagt, die haben auch keinerlei Hinweise gehabt. Also sie haben sie tatsächlich nach diesem Terroranschlag, den ja wohl Carlos der Schakal gemacht haben sollte oder gemacht hat, gesagt, dass sie keinerlei Hinweise haben. Die haben die also einfach aufgegriffen und mitgenommen. Genau, sie waren einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Ne? Ihr Freund hatte sich mit einer Venezolanerin angefreundet, die wohl auch diesen Carlos kannte. Das
vermag ich jetzt irgendwie nicht zu beurteilen, aber sie wollten auf eine Party gehen von dieser Freundin. Und zuvor, also 2 Stunden zuvor, ist halt in dieser Wohnung dieser Mord passiert. Und die wollten zu der Party, gingen da in das Haus rein und überall waren Polizisten. Und dann wurden sie auch schon mitgenommen. Und nochmal auf dieses RAF-Ding zurückzuführen, das Einzige, was sie wahrscheinlich mit der Roten Armee-Fraktion irgendwie in Verbindung gebracht werden könnte, wäre, sie ist deutsch und sie heißt Ulrike. Und dann wurde im Ausland immer gesagt, also das war auch so ein Ding, als sie dann in die USA einreisen wollte, da hat der Zollbeamte Ulrike gelesen, ne, und Nationalität deutsch und hatte gleich Ulrike Meinhof irgendwie im Kopf. Und dementsprechend hat das dann auch wieder so seinen Lauf genommen. Also nur so Oberflächlichkeiten, ne, und wirklich überhaupt keine Beweise, nur zur falschen Zeit, am falschen Ort, falscher Name auch noch. Und dem ist dann diese Odyssee von, ja, Willkür gefolgt. Das hört sich aber irgendwie trotzdem, finde ich schon spannend an. Ja, das spannend vielleicht schon, aber nicht für, ich glaube, es ging 140 Minuten. Nee, gar nicht. Wie lange ging es? 100 Minuten? 120? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Es war ein bisschen zu breit getreten, fand ich. Okay. Ja, gut. Dann sollen wir gleich zur Kritik oder Empfehlung kommen? Oder hast du noch irgendwas, was du. Nö, das war's. Ich habe alles gesagt, was ich wollte. Okay, willst du lieber eine Bewertung oder wieder eine Empfehlung abgeben? Ich würde eine Empfehlung abgeben. Also wer sich wirklich für sowas interessiert, auch so Spionage und auch so ein bisschen das Lebensgefühl vielleicht von frankophilen Menschen oder von Menschen, die in Frankreich leben, das ist, glaube ich, ganz nett zu sehen. Und auch wer so ein bisschen Drama liebt, aber wirklich sehr ruhige und langsame Filme mag, der wird hier mit Sicherheit auch was finden. Aber für den 0815 Filmgucker ist das mit Sicherheit nichts. Das ist viel zu, ja, es ist sehr eigen, ne? Ich könnte das da mit ein bisschen Lars von Trier mäßig beschreiben. Minus der Gewalt und minus, ja, der Story, also das ist so sehr künstlerisch gemacht, ne? Wenn man so an Lars von Trier Übergänge mal denkt, wo er zum Beispiel, in welchem Film war denn das, bei Nymphomaniac zum Beispiel oder bei Antichrist, dass er das immer in so Kapitel einteilt und dann wird das so an die Tafel geschrieben und dann wird das weggewischt, also sowas kam da mit drin vor, also so künstlerisch aufgebaut ist es. Das war eher was für die kunstaffine Szene. Ja, total, total, total. Also nicht für 0815 Kinomenschen. Okay. Alles klar. Wunderbar, dann wären wir doch schon durch. Danke dir. Dann, ich hab zu danken. Dann sage ich schon mal ciao und dann darfst du. Ciao, ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut, ciao. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde beim Tele-Stammtisch. Mit mir, Luisa, begrüße ich an meiner Seite noch die liebe Britt-Marie. Hallo Britt-Marie. Hallo. Wir haben nämlich zusammen Remy sein größtes Abenteuer geguckt. Und zwar wird der Film am 4.11.2021 in die deutschen Kinos kommen. Ist eine französische Produktion aus dem Jahre 2018, basiert auf dem Roman Sans Famille, Heimatlos von Hector Malot. Ist auch ein bisschen ein älteres Buch von 1878. Es handelt sich um ein Drama bzw. Abenteuer, ist freigegeben ab 6. Kam deswegen so ein bisschen später in unsere deutschen Kinos, weil ja unter anderem Corona ein bisschen dazwischen gefunkt hat. Deswegen kommt es jetzt erst passend im Herbst zu uns in die Kinos. Liebe Britt-Marie, worum geht's denn bei Remy? Ja, bei Remy geht es um den titelgebenden Remy, einen kleinen Jungen, so um 11 oder 12 Jahre alt, der bei seiner Mutter lebt, von der er ausgeht, dass es seine echte Mutter ist, stellt sich heraus, er ist ein Findelkind und eben bei seiner Mutter aufgewachsen und erfährt dann erst mit 11 bzw. 12, dass er ein Findelkind ist. Und durch verschiedene Umstände gerät er dann
als Angestellter quasi bei seinem Meister, dem Musiker und Straßenkünstler Vitalis, und geht da in die Lehre. Das heißt, die beiden machen sich auf und ziehen durch ganz Frankreich und unterhalten eben auf den Marktplätzen, wie das so ist, mit Tricks und Musik und allem Möglichen, und verdienen sich dadurch ihr Geld. Da erlebt er das eine oder andere Abenteuer, und gleichzeitig entdeckt er natürlich, wie das so sein muss, auch, woher er denn wirklich stammt. Und ja, das ist so sein großes Abenteuer. Ja, klingt super spannend. Wie hat's dich denn gepackt mit der Geschichte? Ich fand zum Beispiel den Anfang total schön, weil, das kann ich vielleicht ein bisschen vorwegnehmen, es wird gezeigt, wie ein kleiner Junge sich nachts natürlich an dem leckeren Kuchen im Kühlschrank vergreifen möchte, wird dabei überrascht von einem älteren Herrn, der, ja, man könnte meinen, vielleicht der Opa oder Großonkel zu sein scheint. Da ist irgendwie so das Verhältnis nicht so ganz klar. Und der Großonkel erinnert sich zurück und erklärt dann in der stürmischen Nacht, weil draußen stürmt's, dem kleinen Jungen, wie er dann seine Angst überwunden hat, wie er gelernt hat, mit seiner Angst umzugehen. Und das fand ich eigentlich einen super schönen Start. Wie hat dir das gefallen? Ich fand das auch sehr schön. Es ist ein märchenhafter Film. Also es hat schon sehr märchenhafte Züge, und auch diese Erzählperspektive oder dieses Thema Erzählen an sich, mit dem das Ganze startet, das legt ja auch so ein bisschen Märchen nahe. Also dieses "Es war einmal". Und genauso beginnt es ja auch. Und wir haben hier quasi diesen älteren Herrn, der eine Geschichte erzählt, vielleicht sogar seine Geschichte. Das ist am Anfang noch nicht so ganz klar. Und wir werden dann sozusagen als Zuschauer nochmal zum Zuschauer oder eigentlich zum Zuhörer. Das fand ich auch eine schöne Geschichte, und es gibt dem Ganzen natürlich auch einen schönen Rahmen. Es ist jetzt nichts Neues, aber es passt sehr gut zu der Art, wie der ganze Film gemacht ist. Ja, man wird schon sehr gut abgeholt, hatte ich auch den Eindruck. Und woran mich der Film auch sehr häufig erinnert hat, auch von der ganzen Erzählweise, von dem ganzen Plot, Oliver Twist. Falls du dich noch mit der Geschichte auskennst. Und witzigerweise stammt Jean Famille tatsächlich auch aus der gleichen Zeit. Er hat sich auch ein bisschen daran orientiert. Deswegen kommt dem Zuschauer ein oder anderes auch ein bisschen bekannt vor. Aber ich finde, es tut ihm überhaupt keinen Abbruch. Auch schon allein durch die ganze Erzählweise, die großartigen Landschaften, die auf die Leinwand gebannt werden. Ich weiß nicht, wie ging es dir da? Mich hat es total fasziniert. Ich fand auch, dass er optisch sehr, sehr überzeugend ist. Auch die ganze Ausstattung und die Kostüme, es war alles sehr, sehr liebevoll mit Detail ausgestattet. Das hat Spaß gemacht. Wir haben ja auch neben eben dem Meister und dem Jungen, also Vitalis und Remy, haben wir ja auch noch zwei tierische Begleiter, nämlich einen kleinen Affen und einen Hund. Und die bekommen auch Kostüme, was ich sehr nett fand. Und das ist alles mit liebevoller Hand gestaltet. Also das kann man wirklich so sagen, da stimmt Erzählung und Schauspielkunst, sagen wir mal, also es waren auch gute Schauspieler drin, fand ich, und die Inszenierung, die gehen da miteinander Hand in Hand, also das passt gut zusammen. Ja, und was mich total begeistert hat, es hat auch einige dunkle Momente gezeigt für den jungen Remy. Ich finde es schön, dass der Film nicht so davor zurückgeschreckt hat, das für die Kinder halt auch sehr dunkel darzustellen. Und ich habe irgendwie den Eindruck, die können damit aber auch ganz gut umgehen, weil das wird auch im Film sehr gut transportiert, dass auch diese schlimmen, also für das Kind sehr, sehr schlimmen Momente, doch irgendwie Lichtblicke immer wieder aufkommen und er immer wieder auch lernt, eben seine Angst zu überwinden. Und ich finde, das bringt auch irgendwo eine sehr schöne Message rüber für Kinder. Und ich würde auch so langsam mal kurz zum Schluss kommen. Mhm. Für mich war der Film komplett, ich würde den auch mit den Schlagwort zauberhaft und ziemlich herzerwärmend beschreiben. Ich habe tatsächlich ein paar Tränchen verdrückt und finde, er ist eigentlich alles in allem ein super schöner Film für die ganze Familie. Wie ging es dir da? Ich kann mich da im Grunde nur anschließen. Es ist tatsächlich tendenziell eher ein Kinderfilm, sage ich jetzt mal. Aber es ist einer der Kinderfilme, die man auch gut als Erwachsener mit anschauen kann, ohne dass man sich langweilt. Das schafft er sehr schön. Aber in erster Linie ist Zielpublikum doch eigentlich, würde ich sagen, Kinder und Jugendliche. Oder aber, was ich mir gedacht habe, als ich ihn sah, es ist auch ein sehr schöner Weihnachtsfilm einfach. Dieses Herzerwärmende und dieses in Angriff nehmen von Hindernissen und Hindernisse auch zu überwinden im
erleben und natürlich auch so ein bisschen, wie das Ganze dann ausgeht und so weiter. Das ist schon alles sehr, sehr schön und genau das Richtige, entweder für eine dunkle Herbstnacht oder aber so zwischen den Weihnachtsfeiertagen. Gerade da kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Deswegen kann ich da auch nur sagen, geht und schaut. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und der Zeitpunkt scheint perfekt jetzt zum Herbst, beziehungsweise bald sogar schon Winterzeit anfangen. Mhm. Also klare Filmempfehlung auch von mir. Und damit würde ich mich verabschieden. Vielen Dank, Britt-Marie. Sehr gerne. Und damit viel Spaß beim Schauen, liebe Zuhörer. Ciao, ciao. Macht's gut. Hallo, liebe Telestammtisch-Zuhörer und Zuhörerin. Ich, die Luisa, habe heute den Patrick bei mir und wir beide haben uns ja diese Woche einen neuen Dokumentationsfilm angeguckt, und zwar Schocken, ein deutsches Leben. Der startet am 4. November 2021, ist eine deutsche Produktion, aber produziert wurde er trotzdem unter anderem auch in Israel. Lieber Patrick, worum geht's denn bei diesem schönen Dokumentationsfilm? Es geht hier um diesen Salman Schocken, der hat das jüdische Unternehmen Schocken gegründet, also so eine der ersten Kaufhausketten, die auch für, sagen wir mal, normale Menschen Sachen erschwinglich machen sollte. Und während dieser Zeit als Geschäftsmann hat er dann seine Identität als Jude entdeckt und hat dann angefangen, auch das Judentum nach Deutschland zu bringen und sich dafür sehr stark zu machen. Und wie wir es halt schon erahnen können, ist es 1904. Der Zweite Weltkrieg ist dann irgendwann am Ausbrechen und er bekommt dann irgendwann auch richtig harte Probleme mit Nazis. Also es geht halt wirklich um sein extrem bewegtes Leben und wie er dann seit dem Zweiten Weltkrieg auf der Flucht ist. Ja, klingt wahnsinnig spannend. Wie hat dir der Dokumentationsstil denn gefallen? Weil es ist ja, wie du schon gesagt hast, ein sehr bewegtes Leben. Da könnte man jetzt vermuten, da ist super viel los, super viel Action. Kam das so mit der Dokumentation auch so rüber für dich? Man hat es versucht, aber man bekommt eben viele Infos über Zeitzeugen mit. Also es ist ein sehr dialoglastiger Film. Man stellt sich jetzt vor, das wäre richtig dynamisch, aber es ist eben wirklich viel Augenzeugenberichte. Ich habe mich dann gewundert, wieso dass das ZDF oder WDR da noch nicht irgendwie so ein Biopic drüber gedreht hätte, weil dieser Film, der schreit geradezu an jeder Ecke nach Biopic. Absolut. Das Leben von Salman Schocken ist wirklich bewegend, das geht nah, aber man kann das auch filmisch richtig gut aufbereiten. Das ist jetzt eben wirklich nicht die Aufgabe von der Doku. Die Doku hat für mich gesehen ihren Zweck erfüllt. Sie hat richtig viele Infos ihr geliefert, ohne einen zu erschlagen. Aber auf die 80 Minuten waren das wirklich schon extrem viele Infos. Es fühlte sich fast schon so an. Mein Kopf, als hätte ich jetzt so einen vierseitigen Wikipedia-Artikel gelesen. Also ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich kannte Salman Schocken überhaupt nicht. Da war mir vorher überhaupt kein Begriff. Deswegen finde ich das schön, dass ich die Möglichkeit hatte, ihn bei einem Dokumentarfilm näher kennenzulernen. Es war einfach so vollgepackt. Also er hatte wirklich so ein extrem langes, also erfülltes, aufgeregtes, bewegtes Leben. Mich hat's gewundert, dass ich über ihn noch überhaupt nichts kannte. Und was ich halt auch so interessant fand, er hat ja die allererste Kaufhauskette in Deutschland begründet und scheinbar, also in Zwickau, scheinbar war das auch in den neuen Bundesländern auch noch viel eher ein Begriff, so aller, wir gehen jetzt auf zu Schocken, auch als es Schocken schon gar nicht mehr gab, aber das Gebäude war immer noch als wir gehen zum Schocken als Begriff. Und mich hat es echt gewundert, dass ich davon so überhaupt nichts wusste, obwohl der eigentlich wahnsinnig viel in Deutschland bewegt hatte. Er hat ja überhaupt diese Kaufhauserfahrung überhaupt erstmal entwickelt und auch etabliert und die erste Kaufhauskette begründet. Und was ich super interessant fand, er hat ja auch gesagt, er möchte, dass jeder Arbeiter die Möglichkeit hat, zu fairen Preisen an gute Ware zu kommen, dass sich jeder Arbeiter auch schick, beziehungsweise die Frau schick einkleiden kann, zu fairen Preisen. Und das ist ja so der Grundgedanke eigentlich von diesen typischen Kaufhausketten. Und der hat ja sehr, sehr lange Nachhall eigentlich. Also hat sehr viel bewegt, das Kauferlebnis total revolutioniert. Und dass man davon so wenig wusste, ich war total schockiert. Also um auf den Titel anzuspielen.
Ja, wie ging's dir da? Ich wusste auch nichts über ihn, aber ich sage, da hat der Film echt seinen Zweck erfüllt. Es gab Dokus, da habe ich den Film gesehen und dachte, ja, jetzt bin ich genauso schlau wie vorher. Habe mir den Wikipedia-Artikel durchgelesen und dann habe ich es erst verstanden. Hier in dem Fall hat man ein Verständnis, wieso dieser Salman Shokin nicht nur die Kaufhausketten revolutioniert hat, sondern auch den jüdischen Glauben quasi nach Deutschland, sagen wir mal, importiert hat. Er war auf mehreren Ebenen quasi eine Ikone. Deswegen war ich da auch schockiert, dass ich dann gemerkt habe, oh, wieso wusste ich über den nichts? Aber ich würde mal sagen, das liegt dann wahrscheinlich an unserem Jahrgang, dass wir da die Berichterstattung dazu einfach nicht mitbekommen haben, weil wir entweder zu jung waren oder noch nicht gelebt haben zu der Zeit. Ich muss auch ehrlich sagen, was ich toll fand an der Doku, die hat es sehr unaufgeregt präsentiert. Die haben es auch sehr, sehr schick aufbereitet, super tolle Infopics reingebaut, sehr schön gestaltet, also sehr liebevoll auch gestaltet, hatte ich so den Eindruck. Und was ich super fand, eben unser Weg führt auch uns auch so ein bisschen nach Israel. Da wurde auch nochmal auf so ein paar kleine Probleme eingegangen. Und man hat sehr viel, ich glaube, Hebräisch war es gehört und auch teilweise ein bisschen Jiddisch. Ich fand es sehr schön, weil ich kannte die Sprache in der Form nicht. Also ich weiß, dass sie existiert, aber ich habe sie noch nie so häufig gehört und ich fand es total klasse. Ich fand es schön, dass die da keine Übertonung drüber gemacht haben, einfach den Untertitel, ja, und das auf sich wirken lassen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich würde dann auch so bald zum Abschluss kommen. Wie würdest du die Dokumentation bewerten? Würdest du das von dir aus empfehlen auch? Ja, ich würde es von mir aus empfehlen. Ich würde sogar sagen, ich hoffe, dass dieser Film auch gerne als Lehrmaterial an Schulen genutzt wird, gerade in Einzelhandelsschulen oder so. Ich denke, ich könnte das die nächsten Jahre Pflicht werden. Gerade auch mit diesem Sprachgeswitche, das fand ich, hat dem so eine gewisse Authentizität verliehen und durch diese Unaufgeregtheit ging an das näher, als hätten sie wirklich unnötig auf die Tränendrüse gedrückt. Deswegen, ich fand das schon bewegend. Das ist wirklich so jemand, der wird ein richtig interessantes Biopic abgeben. Ja. Deswegen hoffe ich, dass da noch mehr kommt und dass dieser Mensch wirklich mehreren Leuten in Erinnerung gerufen wird, beziehungsweise da so ein Denkmal gesetzt wird. Ja, da würde ich mich tatsächlich anschließen. Bitte, bitte, Öffentlich-Rechtlichen, nehmt euch diesem tollen und auch extrem wichtigen Thema an. Wir durften ihn durch den Dokumentarfilm noch mal ein bisschen näher kennenlernen. Und er hat uns total überzeugt. Deswegen von mir auch eine absolute Filmempfehlung für jeden, der auch an die geschichtlich interessiert ist. Deswegen schaut ihn euch an, bildet euch weiter. Mich hat es total überzeugt. Ja, ich würde dem so eine 3,5 bis 3,75 geben, einfach um diesen Empfehlungscharakter zu unterstreichen. Ja, da bin ich auch. Und damit würde ich auch abschließen. Vielen Dank, lieber Patrick. Und vielen Dank auch euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr eingeschaltet habt. Ciao, ciao. Ciao. Hallo, willkommen nochmal zurück vom Telestammtisch. Ich bin's wieder, ja, der doofes Du. Und ich darf heute jetzt wieder Paul befragen zu einem Film, den ich nicht gesehen habe, er aber schon. Paul, was hast du uns denn heute Tolles mitgebracht? Hallo, Stu. Ich habe heute die Serie mitgebracht, The Day of the Dead. Und ich muss dir was gestehen, Stu. Ich habe keine der Folgen bisher gesehen, sondern du hast diese Serie gesehen. Ach wirklich? Ja. Stimmt, ja. Ich habe die ersten drei Folgen vorab sehen können, das stimmt. Die erste Folge lief ja schon letzte Woche bei Sci-Fi, könnt ihr gesehen, bei Sky. Und uns wurden die ersten fünf Folgen sogar zur Verfügung gestellt, aber ich habe nur die ersten drei gesehen. Okay, dann sag uns doch mal, worum geht es bei Day of the Dead? Zombies. Alles klar. Ja, also das wird jetzt vielleicht einige überraschen, denn Day of the Dead, so heißt es ja auch, ein sehr bekannter Zombie-Film von George Romero. Und das Key Art bezieht sich auch auf den Film. Aber die Serie an sich, also ich habe in den ersten drei Folgen wirklich außer jetzt Zombies keine Überschneidung feststellen können. Das ist jetzt also keine Serienformat des Kultfilms. Es geht darum, in einer Kleinstadt bricht halt eine Zombie-Plage aus, denn unterirdisch wird etwas freigelegt, ein alter Zombie, und man kennt es, schon tausendmal gesehen, dann wird der erste gebissen und dann überträgt sich das Virus. Und eine Gruppe von Überlebenden kämpft jetzt natürlich gegen diese Untotenplage. Und es werden viele Zombies abgemurkst, also erneut abgemurkst, muss man ja sagen. Es werden viele Leute zu Zombies verwandelt. Es spritzt das Blut, es fliegen die Eingeweide. Und so richtig ernst nehmen tut sich das Ganze aber auch nicht. Okay, apropos schon tausendmal gesehen. Gibt es denn bei dieser Serie jetzt
etwas, wo du sagst, das ist ein Alleinstellungsmerkmal oder das ist jetzt der Punkt, genau dieser Zombie-Serie eine Chance zu geben? Ich erinnere mich da an einen sehr langlebigen Serienvertreter The Walking Dead, der jetzt schon in Staffel, weiß ich nicht, 15 oder was läuft und bei dem es bisher auch nichts Neues mehr zu erzählen gibt. Wie sieht's hier aus? Nein. Es gibt wirklich nichts, was ich dieser Serie attestieren könnte, jetzt nach 3 Folgen, wie gesagt. Es ist nur ein Ersteindruck, wie gesagt. Aber ich kann dieser Serie nichts attestieren, was sie eigen hat. Also das ist alles bekannt. Man muss sagen, es ist eine Sci-Fi-Produktion. Und das ist natürlich immer ein bisschen, ich sag mal so, es sieht immer ein bisschen kostengünstiger aus. Das ist jetzt nicht so wild. Ich finde zum Beispiel auch das Zombie-Design ganz nett. Das ist sehr klassisch. Also es ist nicht so auf Realismus getrimmt, sondern mehr so auf Ekel. Und es gibt natürlich in jeder Folge auch so diese obligatorischen Splatter-Einlagen und die sind auch, ja, die sind auch ganz ordentlich und da wird auch viel mit Hand gemacht, sag ich mal. Aber nach 3 Folgen, ganz ehrlich, ich hätte noch 2 andere gucken können, aber ich hatte einfach keinen Bock mehr. Da war nichts dran, wo ich sage, boah, das macht diese Serie einzigartig. Es war mehr so nach einer gewissen Zeit, ich dachte, boah, okay, ich weiß, was passiert. Wer wirklich so einen nimmersatten Hunger hat auf Zombie-Entertainment, der kann mit Day of the Dead bestimmt glücklich werden. Der bekommt ja jede Woche seine Dosis. Aber ich für meinen Teil hatte nach 3 Folgen so das Gefühl, okay, das reicht mir jetzt. Ich brauche das nicht. Da gibt's bessere Alternativen, im filmischen Bereich zumindest. Ja. Okay, aber du hast schon gesagt, dass sich diese Serie auch nicht so ernst nimmt. Also ist dieser Comedy-Teil tatsächlich ein Teil der Serie oder hast du nur das Gefühl, dass das manchmal nicht so richtig passt oder sich nicht so ernst nimmt? Ich glaube schon, dass es beabsichtigt ist, dass es teilweise komisch ist oder also es wird versucht, dass es komisch ist. Natürlich hast du auch die obligatorischen Zombie-Situationen, wie eine geliebte Person wird gebissen und du musst dich jetzt davon, ja, von ihr trennen oder sie verabschieden. Aber die meiste Zeit, finde ich, agiert die Serie schon sehr deutlich mit einem Augenzwinkern. Das wird nicht besonders ernst verkauft. Und diese ganzen Figuren sind jetzt auch eher so Typ-Klischees. Deswegen, wenn da jemand mal drauf geht, dann ist es jetzt auch nicht so, dass es einen jetzt wirklich... Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Dass es einen juckt. Okay. Aber sind diese Charaktermomente, also ist es tatsächlich so, dass hier Nebenhandlungsstränge oder so rund um, was weiß ich, Liebschaften, rund um Familie natürlich und so weiter, also ist auch alles... Ja, das gibt's auch, aber es ist halt auch uninteressant. Day of the Dead ist halt wirklich eine Serie, die ist ausgelegt dafür, dass du in einer Folge immer so deine 3, 4 Zombie-Momente hast, die auch wirklich deftig teilweise ausfallen. Also ich bin mir sehr sicher, wenn die irgendwann mal auf DVD erscheinen, hat die auch ihre FSK 18-Freigabe sehr deutlich verdient. Aber da ist, wie gesagt, nichts dran, was mich jetzt wirklich hinterm Ofen hervorlockt. Wenn ihr darauf steht, dann habt Spaß, bitte. Meins war es aber nicht. Okay, dann letzte Frage. Wie lange geht eigentlich so eine Episode? Also bewegen wir uns da im 50-Minuten-Bereich oder so? Ja, so eine Episode geht halt so immer um die 45, 50 Minuten. Gut. 10 sind angedacht für die erste Staffel. Erscheint... Wöchentlich? Wöchentlich. Okay, also für die knallharten Zombie-Fans vielleicht eine Empfehlung. Aufgrund aber dieses Ersteindruckes quasi, würde ich sagen, verzichten wir auch auf eine Punktevergabe. Und ich danke dir, Stu, dass wir dieses Gespräch hier nochmal zu Ende führen konnten von unseren ganzen Filmen, die wir diese Woche gesehen bzw. nicht gesehen haben. Was? Ach, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, es ist mir ja gar nicht aufgefallen, dass wir schon ganz viele andere Casts diese Woche gemacht haben. Ist gar nicht aufgefallen, dass wir schon 2 Stunden... fällt das unseren Hörern und Hörerinnen nicht auf. Gut, dann auch ein großes Dankeschön an genau die. Und ich sage Tschüss und jetzt hört ihr vielleicht auch mal noch ein paar andere Stimmen hier in den Shots beim Telestammtisch. Ciao! Genau, ciao! Hallo, willkommen zur Besprechung von Meine Wunderkammern hier beim Telestammtisch. Ich bin der Stu und um es gleich vorweg zu sagen, ich habe diesen Film nicht gesehen und ich habe mir gerade eben Kaffee gemacht statt einen Tee, aber das gehört hier gar nicht hin. Der Max hat den Film aber gesehen. Hallo Max. Hallo Stu. Du musst mit dazu sagen, wie viel Uhr das jetzt gerade ist, ansonsten ist diese Kaffee- und Tee-Story irgendwie... Es ist der 31. Oktober, wo wir es aufnehmen und es ist 22.06 Uhr. So. Ja. Schön. Gut, wenn ihr erfahren wollt, was es mit der Kaffee-Tee-Geschichte auf sich hat, dann kommentiert doch bitte fleißig. Genau, wir gehen jetzt auf Kommentare fangen mit den aller billigsten Mitteln. Mal gucken, ob es klappt. Ja, ja. Da kommen noch einige Einbauungen, glaube ich. Ja. Gut, also Max,
Wir haben mal wieder die Situation, einer hat den Film gesehen, der andere nicht, fragt aber schön fleißig. Mein Problem ist jetzt nur, ich weiß, dass der Film Meine Wunderkammern heißt und irgendwie ein Kinderdokumentarfilm ist, denn wenn ich habe diesen Film gegoogelt und er hat wohl irgendwie beim Goldenen Spatz zum Kinderfilmpreis mitgemacht oder gewonnen. Ich weiß es nicht. Ich weiß eigentlich gar nichts, Max, aber du weißt viel, nicht nur über diesen Film, sondern auch allgemein. Aber erstmal nur zu Meine Wunderkammern, warum gibt's? Ja, da fragst du den Falschen. Nee, Schwachsinn. Es ist, ja gut, ist schon gut zusammengefasst. Es ist ein Dokumentar-Kinderfilm. Wir begleiten ein paar Kinder und die Kinder, die haben, ja, so, ich will jetzt nicht sagen, dass es irgendwie Problemkinder sind, aber die haben alle, also jedes einzelne von ihnen hat so eine kleine, der eine hat irgendwie so eine Leseschwäche, der andere ist ein sehr ruhiger, schüchterner Typ und hat keine Freunde und so weiter. Und die haben alle dann auch so ein bisschen ausgefallene Hobbys und die werden halt dann begleitet und zwischendurch wird dann auch immer wieder gesungen. Das ist nämlich auch mit dabei, ein bisschen Musical-Anteil. Und ja, so im Prinzip kann man vielleicht zusammenfassen, die Kinder bauen sich in ihren Stresssituationen immer irgendwie so Traumwelten, in die sie sich flüchten können. Ja, die werden uns dann vorgestellt. Das sind also dann diese titelgebenden Wunderkammern. Ich gehe mal davon aus, ja. Also ich weiß gar nicht, ob die in dem Film jemals als Wunderkammer betitelt wurden, aber... Ich meine, wäre naheliegend, oder? Okay, ist das so eine Art Porträt dieser einzelnen Kinder? Also geht der Film da auch etwas tiefer in die Materie ein? Oder ist es einfach nur so, hallo, ich bin der Schorsch, ich bin schlecht in Mathe, das ist meine Wunderkammer? Ja, also wahrscheinlich, wenn man ein Kind ist, und das ist definitiv die Zielgruppe, dann könnte es sein, dass es vielleicht schon irgendwie tiefer geht. Für mich jetzt als Erwachsenen ist es eher so, hallo, ich bin der Schorsch, habe eine Leseschwäche und das ist meine Wunderkammer. Hm. Ja, er ist sehr bunt, sehr spielerisch, aber das war gar nicht deine Frage. Nö, aber ich finde es gut, dass du trotzdem alleinständig arbeitest. Das ist doch schon mal was wert. Ja, ich mein, ja. Was ich hier noch lese, ist, das ist eine VR-Experience. Weißt du, was es damit auf sich hat? Kurze Antwort, nö. Gut. Ich glaube ja tatsächlich, dass dieser Film wahrscheinlich wirklich gut ist und ein gutes Anliegen hat. Ich glaube aber, dass wir ein großes Problem haben bei dieser Besprechung des Films. Nämlich, ich wollte es schon aber verpacken, bitte. Also, ach so, gut. Nämlich, dass wir beide zu alt sind und auch keine, ich nenne es mal, pädagogische Erfahrung haben. Ja, wir sind ja beide nicht irgendwie Lehrer oder Kindergärtner, haben auch keine Kinder. Wir sind asoziale Kinderlos. Ja, ja. Und vielleicht sind wir einfach die Falschen, um diesen Film adäquat zu erfassen und zu besprechen. Trotz allem, lieber Max, würde ich dir Raum geben, um ein Fazit zu fällen. Musst du aber nicht. Nur damit wir hier so roundabout ein paar Minuten auf der hohen Kante haben, damit es zumindest so aussieht von außen, dass wir uns adäquat mit diesem Film auseinandergesetzt haben. Und lieber Verleih, seid uns nicht böse, aber es ist bestimmt ein total interessanter Film und ich würde einfach mal sagen, wenn euch das interessiert und ihr zum Zielpublikum gehört, dann bitte, aber wir beide hier gehören nicht dazu. Also Max, Fazit ja oder nein? Sagen wir es mal, ja, es kommt ein Fazit von mir, was aber wahrscheinlich eher so in Richtung geht, wen ich mir gut als Zielgruppe und Personen vorstellen könnte, die was mit dem Film anfangen können, sollen, würden. Ich glaube nämlich, dass das gar nicht so schlecht ist, so für Kinder zwischen, sag ich mal, 8 bis 10, die dann mehr oder weniger so noch kurz vor der Pubertät sind. Und wenn Eltern ein bisschen Interesse daran haben, ihren Kindern zu zeigen, dass es nicht schlecht ist, mal ein bisschen anders zu sein, mal traurig zu sein, mal ein bisschen ruhiger zu sein. Einfach nicht so dieses, was weiß ich, Bilderbuch-Kind, das sich dann jeder irgendwie vorstellt, sondern ein Kind, das halt dann auch so seine kleinen Problemchen hat. Dann kann man den Film wahrscheinlich getrost in, jetzt wollte ich schon sagen, in den Videorekorder einlegen. Das klingt für mich so nach dieser PC-Testphrase, Fans greifen zu, alle anderen spielen Probe. Ja.
Nee, also ich muss sagen, das Anliegen des Films ist ja auch sehr löblich und sehr gut und deswegen glaube ich auch, dass das besser ist als jetzt irgendwelche komischen asiatischen ADHS-Comics. Gut, dann machen wir jetzt hier besser Schluss, bevor du noch weitere negative Beispiele nennst und dann mit irgendwelche Fangruppen gegen dich aufbringst. Das wollen wir ja auch nicht. Die Dwarfs-Fans oder was? Ja, die müssen immer noch verarbeiten, dass Michael Wendler tot ist, wie immer der Typ ist. Also, okay. Max, ich danke dir für deine Meinung zu, wer ist der Film nochmal? Meine Wunderkammern. Danke euch da draußen fürs Zuhören. Viel Spaß bei den weiteren Podcasts hier beim Titelstammtisch. Ich sage tschüss. Max, du sagst es bitte auch mal tschüss. Tschüss. Und das war's. Ciao. Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch. Ich bin Manuel und mit mir am anderen Ende der Leitung sitzt heute die Britt-Marie. Hallo. Hallo. Und wir besprechen heute für euch die Serie Invasion, die auf Apple TV Plus erscheint oder schon läuft. Und möchtest du uns mal ein bisschen was erzählen, worüber handelt die Serie? Ja, zum Ersten möchte ich erzählen, das war nämlich eine Überraschung für mich, dass die Serie zwar Invasion im Original heißt, aber in Deutschland unter Infiltration oder Infiltration läuft. Das war schon ein kleines Missverständnis, das ich mit einem Kumpel hatte, der angefangen hat zu schauen. Ich meinte, ja, Invasion und der so, das Ding heißt doch Infiltration. Und ich so, nee, das heißt Invasion. Und dann stellte sich raus, Titeländerung im Deutschen. Klassiker, ja. Ja, aber ich verstehe halt nicht, weil Invasion ist ja jetzt kein Wort, das man im Deutschen nicht verstehen würde. Aber na gut. Nee. Ist auch vor allen Dingen ein bisschen was anderes, aber schauen wir mal, ob das mit ja. der Sinn macht oder nicht. Genau, also die Serie, hast du ja schon gesagt, läuft auf Apple TV Plus. Es gibt insgesamt 10 Folgen, ungefähr eine Stunde. Die ersten paar Folgen kann man sich schon anschauen. Und es geht ganz simpel darum, dass, egal ob Invasion oder Infiltration, Aliens die Erde angreifen und infiltrieren bzw. invadieren. Und... wir bekommen das eben gezeigt und natürlich die Existenz der Menschheit ist bedroht und die Ereignisse werden uns vorgeführt an verschiedenen Punkten in verschiedenen Ländern und man sieht das Ganze eben aus der Perspektive von verschiedenen Menschen, denen man quasi durch die ganze Serie hindurch folgt. Da gibt's zum Beispiel Anisha, eine Mutter mit ihr 2 Kindern und ihrem Ehemann, die eben vor den Aliens davon rennt und die Abenteuer, die sie erlebt. Und dann gibt's auf der anderen Seite eine Kommunikationsspezialistin der japanischen Raumfahrt, Mizuki, die eben ganz aus ihrer Perspektive erzählt. Und dann haben wir noch 2 weitere prominente Menschen, denen wir folgen, nämlich einmal Kaspar und Jamila. Das sind 2 Schüler, die eigentlich auf Schulausflug sind, während dann eben diese ganzen Geschichte passiert. Und zum anderen auch noch einen Navy SEAL Soldaten, Trevante, glaube ich, wird da ausgesprochen. Und ja, denen folgt man sozusagen durch die ganze Serie hindurch und bekommt eben deren Perspektive mit, wie sie diese ganze Geschichte erleben. Ja. Ja, das war so ein bisschen, was ich gelesen hatte, dass so die Idee der Serie ist, dass man das irgendwie aus 5 verschiedenen Gesichtspunkten, Perspektiven sieht, überall auf der Erde und jeder hat irgendwie dann so ein bisschen wahrscheinlich einen eigenen Blick auf die Dinge. Kann die Serie denn mehr als irgendwie nur eine normal generische Science-Fiction-Weltuntergangsszenario zu erklären? Oder also reicht diese 5 Perspektiven irgendwie aus, um das zu was Besonderem zu machen? Oder? Nein, leider nicht. Ich würde sehr gerne sagen ja und ich habe ja auch nichts dagegen, wenn eine Serie ein bisschen generisch ist und einfach bekannte Tropes aufwärmt, aber die hier kriegt die nicht so richtig die Kurve. Auf der einen Seite spielt das Ganze in Echtzeit. Und das ist tatsächlich ein Problem. Ich hatte erst gedacht, das ist eine schöne Idee, das in Echtzeit abzulaufen zu lassen. Aber in der Realität sieht es so aus, dass es unheimlich langsam vorwärts geht. Es ist ein so langsames Erzähltempo, dass du zwischendurch echt denkst, oh Gott, ich schlaf gleich ein. Ja, also ganz, ganz fürchterlich. Das Pacing hätte man sehr viel mehr anziehen müssen. Und man hätte durchaus auch, denke ich, mindestens die Hälfte aller Folgen rausschmeißen können. Und man hätte zwar eine generische, aber doch sehr unterhaltsame Serie an der Hand gehabt. So zieht sich das Ganze über 10 Folgen und es ist wirklich super langatmig. Zudem bekommt man Klischees vorgeführt und Dinge, die sowas von vorhersehbar sind. Die Figuren verhalten sich einfach dumm. Also so diese ganzen Klassiker von wegen, da hinten ist ein Alien. Nein, geh nicht ins Zimmer. Oder du bist alleine im Haus. Verlass dieses Haus nicht. Da draußen sind Aliens. Also so diese ganzen Klassiker, wo man als Zuschauer echt nur den Kopf schüttelt. Dann kriegt man natürlich auch so ein paar klassische Tropes.
das Ganze hat mich tatsächlich sehr stark auch an Krieg der Welten so ein bisschen erinnert. Mhm. Also da ist, glaube ich, ein bisschen geklaut worden auch, was ja okay ist. Ja, okay, wenn man es gut macht. Ja, also wenn man es gut macht, genau, richtig. Da habe ich da auch nichts dagegen. Aber das schafft die Serie nicht. Sie verliert, habe ich das Gefühl, so ein bisschen so ihren eigenen Faden. Und obwohl sie zum Ende hin ein bisschen mehr anzieht, muss man erstmal durch den Anfang durch. Und ich kann durchaus verstehen, wenn Leute nach 1, 2, 3 Folgen sagen, nee, sorry, ist nicht meins, es ist mir zu langatmig und es ist auch einfach zu viel persönliches Drama. Ich habe ja nichts dagegen, ein bisschen mehr über die Charaktere und deren persönliche Geschichte zu erfahren. Das kann ja auch mal ganz spannend sein. Aber hier hatte ich zwischendurch das Gefühl, ich gucke eine Soap-Opera, wo es um die eigentlichen dramatischen Ereignisse in den Leben der Figuren geht und nebenbei findet halt mal so eine Alien-Invasion statt. Okay. Ja, okay. Die Balance stimmt nicht. Und das finde ich super schade, denn hinter der Serie sind ja eigentlich zwei Köpfe, wo ich mir ein bisschen was versprochen hatte. Zum einen ist das Simon Kinberg, der so Dinge produziert hat wie der Marsianer und X-Men und Logan und Fantastic Four, also schon Filme, die wirklich auch erfolgreich waren an den Kinokassen. Und dann haben wir noch David Weil, der eben für Hunters geschrieben hat, eine TV-Serie oder Solos oder eben diverse andere TV-Credits hat. Und ja, also irgendwie ist das passt nicht. Ja, äußerst schade. Ich habe die Serie ja nicht gesehen, aber auf vielen Fotos hat man ganz viel Sam Neill gesehen und ich hatte den Eindruck, dass er mehr als Werbeträger genutzt wird, als wirklich eine Rolle hat, weil ich das Gefühl hatte, dass alle anderen Schauspieler sehr viele unbekannte Jungschauspieler waren. Ist das so und wie ist generell, können die Schauspieler denn da zumindest schauspielerische Leistung abliefern, die okay ist, oder bringt einen das auch immer raus? Die Schauspieler sind eigentlich okay. Das ist auch das, was ich finde, was die Serie ein bisschen rettet. Okay. Du hast eine recht gemischte Gruppe. Du hast einige bekannte Gesichter, wo man sagt, Mensch, die kenne ich doch, die habe ich schon mal in der einen oder anderen Serie oder im einen oder anderen Film gesehen. Und dann hast du aber auch, wie du gesagt hast, schon auch gerade bei den jungen Schauspielern viele doch unbekanntere und neue Gesichter, was ja nicht unbedingt schlecht sein muss. Hier ist es ganz gut gemischt. Aber du hast recht, es gibt so 1, 2 Gesichter, die als Werbeträger genommen werden und ja, Sam Neill gehört da auch dazu. Das muss man leider auch so sagen. Wer also mit der Hoffnung in die Serie geht und so viel, denke ich, kann ich spoilern, ganz, ganz viel Sam Neill zu sehen, der wird vielleicht ein bisschen enttäuscht werden, denn man konzentriert sich tatsächlich auf die verschiedenen Typen und die ich jetzt genannt hatte und da ist die eine oder andere Schauspielerin oder der eine oder andere Schauspieler auch dabei, wo ich sage, Mensch, super, also zum Beispiel die Schauspielerin, die Anisha spielt, Goldshifteh Farahani, die spielt wirklich sehr gut, die kannte ich persönlich ehrlich gesagt gar nicht vorher, aber die hat mir sehr gut gefallen, während zum Beispiel der Soldat Jamie Anderson, der war ein bisschen hölzern, meines Erachtens nach. Also genauso unterschiedlich, wie dir die Tropes serviert werden, genauso unterschiedlich sind dann auch die Schauspieler und ihre Charaktere. Alles in allem, es ist solide, man kann es schauen, aber ich persönlich war enttäuscht. Ich habe aber auch sehr viel Sci-Fi schon in meinem Leben gesehen. Und würde man einfach so die Hälfte kürzen und das Pacing anziehen, dann wäre das ein schönes Projekt gewesen. Solides, ordentliches Sci-Fi-Projekt. So verliert sich das Ganze einfach in sich selber. Das müsste dann jemand mal auf YouTube passend zusammenschneiden, damit man sich dann nur noch die Hälfte angucken muss. Ja, vielleicht. Und dann können wir auch nochmal drüber diskutieren, wie wir die Aliens fanden. Ich fand die irgendwie nur so ein bisschen weird. Also CGI war schon in Ordnung, aber ja, also ich weiß auch nicht, ganz komische Aliens waren das. Es erinnerte mich so ein bisschen an die Triffids, so eine Mischung aus Triffids und Krieg der Welten. Und naja, also wie gesagt, wer Sci-Fi mag, der wird es gucken können. Aber insgesamt würde ich sagen, eher ein Nay als ein Yay. Willst du noch eine Bewertung raushauen oder reicht das als Fazit? Ich glaube, das war mein Fazit. Alles klar. Dann würde ich sagen, sind wir soweit durch und ich wünsche euch viel Spaß mit der nächsten Besprechung und wir sind raus. Tschüss. Tschüss. Wenn es um Actionfilme geht, dann sind auf jeden Fall die Action Boys dabei. Die Action Boys sind unter anderem der Sven. Servus, Sven. Hallo. Und ich, meine Wenigkeit, der Sam. Servus. Und damit herzlich willkommen beim Telestammtisch. So, wir haben uns zusammengetroffen zu dem Film The Protégé. Den haben wir uns beide angeschaut. Der Film geht ganze 1 Stunde 41 Minuten, ist ein Action-Thriller und Regie führt Martin Campbell.
Mitspielen tut unter anderem Maggie Q, Samuel L. Jackson und Michael Keaton. So viel zu den Facts. Jetzt würde ich dich, Sven, bitten, um was geht's denn in dem Film? Okay, es geht darum, dass Anna wurde als Kind von dem Auftragskiller Moody gerettet und anschließend auch ausgebildet. Inzwischen ist sie erwachsen und gilt als eine der fähigsten Auftragskillerinnen der Welt. Als jedoch Moody grausam dahingeschlachtet wird, beginnt sie einen gnadenlosen Rachefeldzug, der sie zurück zu ihren Wurzeln führt. Genau, und das Ganze in actionreicher Mission. Der Film ist ab 16 Jahren. Jetzt ist meine Frage an dich, ist das berechtigt ab 16 Jahren oder hättest du höher angesetzt oder niedriger angesetzt? Nee, ab 16 ist okay. Ist völlig okay. Ja. Wie empfandest du denn die Action in dem Film? Weil wir sind ja die Action-Boys, wir müssen das ja beurteilen können. Ja, ja. Also nee, die Action hat mir ganz gut gefallen. Man sieht, was los ist, es ist gut gefilmt und ja, die Action ist gut. Und die Effekte? Die Effekte, ja, halb-halb. Ja, bin ich völlig bei dir. Also ich muss auch sagen, ich fand die von Action und vom Storytelling, also beziehungsweise von der Story her, eigentlich ganz okay. Ja, dafür, dass ich nichts von dem Film vorher gehört hatte, das war so ein Pick von dir, wo du mich ja gefragt hast, komm, schau dir den an, dann besprechen wir ihn zusammen. Und ich wusste von dem Film vorher nichts und habe gesagt, okay, ich schaue mir an. Und musste sagen, so von der Action her, ja, gut, diese Rachegeschichte, die kannte man schon ein bisschen aus anderen Filmen, also es war jetzt nichts Neues. Aber bei den Effekten, da habe ich mich echt schwer getan, weil es gab Situationen, da dachte ich, oh, krass, hätte ich jetzt nicht so erwartet, so explizit. Und dann gab es andere Situationen, wo ich dachte, okay, das war ein Tick zu viel. Ja, das stimmt. Ja, tatsächlich. Man muss zu dem Film auch sagen, er ist eigentlich gut besetzt. Nämlich unter anderem Maggie Q, Samuel L. Jackson und Michael Keaton spielt auch Robert Patrick noch mit. Robert Patrick kennt man unter anderem auch als T-1000 aus dem Terminator 2 Film. So, falls einem der Name nicht bekannt ist. Aber bitte, vergleich die beiden nicht. Wie meinst du? Robert Patrick hat ordentlich zugelegt. Und er sieht wirklich übelst fertig aus. Das ist natürlich wahr. Jetzt habe ich schon gesagt, die Story ist nichts Neues mehr, also nichts Weltbewegendes mehr. Hattest du dadurch dann Langeweile während dem Schauen? Oder hattest du trotzdem diese Spannung, wie man es von einem Actionfilm erwartet? War die bei dir? Der Film hat genau da wirklich deutliche Probleme. Es ist schon sehr traurig, wenn man sieht, von wem der Film ist und was das Endresultat geworden ist. Ich hatte keine Probleme mit der Action, weil, sind wir mal ehrlich, ob das jetzt eine Frau ist oder ein Mann ist, die Storys sind immer gleich oder zumindest mal spielen sie immer im selben Metier. Und wenn die Action gut gemacht ist, kann man auch zum 25. Mal irgendeinen Mentor rächen oder sonst was. Wenn ich dadurch gut unterhalten werde und denke, krass, yeah, bin ich immer dafür. Also ich habe da keine Ermüdungserscheinung in dem Sinn. Jetzt frage ich mich halt, weil ich sehe das ja genauso wie du, wo da das Problem dann lag. Lag es an den Schauspielern? Weil ich fand zum Beispiel, Samuel L. Jackson hat sein typisches Samuel L. Jackson-Ding durchgezogen. Lag es an Michael Keaton? Lag es an Maggie Q, dass es nicht so wirklich gefunkt hat bei diesem Action-Aufkommen oder so? Ich weiß ja nicht, wie du siehst, aber also die Schauspieler haben mir alle durchaus gefallen. Michael Keaton könnte auch locker eine Runde Taken spielen. Ich würde es ihm auf jeden Fall abnehmen. Die Kampfsequenzen mit ihm sind gut. Hat auch wirklich ultra Spaß gemacht. Ich glaube, das Problem ist in dem Fall wirklich das Drehbuch. Ja, das ist nämlich so, darauf wollte ich nämlich hinaus, weil ich fand es nämlich ähnlich, wie du jetzt schon sagst, Samuel Jackson, klar, der zieht sein Musterding hier ab. Ich fand, der hat jetzt nicht groß geglänzt, aber gerade Michael Keaton fand ich stark. Weil das hatte ich jetzt so von ihm jetzt nicht groß erwartet, noch in diesem, ich sag mal, höherem Alter. Und auch Maggie Q, die hatte ich so gar nicht in Erinnerung, dass die so Action, also ich kenne sie ja klar, natürlich aus den Serien, wo sie gemacht hat und bei manchen Filmen hat sie mitgespielt, aber dass die dann doch so einen Actionfilm tragen kann, hätte ich jetzt nicht erwartet. Daran kann es also nicht gelegen haben. Also wäre der nächste Schluss natürlich das Drehbuch. Ja, weil inszeniert ist der schon gut, aber das Drehbuch hakt so dermaßen und versteift sich auf so unwichtige Sachen,
dass ich mir zwischendrin echt an den Kopf gelangt habe und habe gedacht, okay, gut, wenn das jetzt ein Film von Thomas Schmidt wäre, würde ich sagen, okay, jo, ist klar. Aber das ist Martin Campbell, das ist eigentlich schon eine Hausmarke, die was abliefert. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, wie es dir, also wie es bei dir rübergekommen ist, aber war er für dich vielleicht zu vorhersehbar, dass du schon manche Sachen gewusst hattest, obwohl sie noch gar nicht gezeigt wurden? Wie zum Beispiel die Situation mit Samuel L. Jackson, die Figur? Nee. Weil das war mir irgendwie schon klar. Ich weiß nicht. In dem Moment, wo man diese, also ich will nicht spoilern, aber diese eine Szene, da dachte ich schon, irgendwas kommt da noch, das kann nicht alles gewesen sein. Das dachte ich mir auch. Also ja. das ist schon okay. Und ich finde es bei so Sachen dann auch nicht so arg schlimm, wenn es so vorhersehbar ist, dass man ungefähr weiß, wie es abläuft, weil ein paar kleine Überraschungen gab es dann schon. Mhm. Aber es ist einfach von der Erzählstruktur her, ist es, ich muss es sagen, es ist jetzt keine ganz große Katastrophe, aber das ist schon, also ja, da hätte man locker mehr draus machen können. Das klingt ja schon fast nach einem Fazit. Sollen wir dann direkt zum Fazit springen? Jawohl. Machen wir es so. Was vergeben wir denn hier? Was war denn sehr präsent? Oder sagen wir mal die Throne, oder? Wir vergeben Thron. Thron? Ja, okay. Thronen. Ja, doch. Okay, oder, Thron. Ja. Gut, dann hast du 1 bis 5 Thron und dann bitte vorne dran noch ein kleines Fazit. Der Film bekommt von mir 2,25 Drohnen. Normalerweise hätte ich 2 gegeben, aber Keaton, Maggie Q und Jackson und auch Patrick machen ihre Sache gut und halten den Film auch so ein bisschen am Laufen, aber die Erzählstruktur ist katastrophal. Tatsächlich habe ich mir hier notiert 2 oder 2,5, aber jetzt nach dem Gespräch bin ich tatsächlich auch so ein Zwischending, aber ich würde sogar noch ein bisschen runter. Ich vergebe nur 2 Thronen, weil wie du schon sagtest, die Schauspieler sind hier nicht das Problem, es ist eher das Drehbuch, diese Erzählstruktur, die stimmt irgendwie nicht. Da irgendwie verrät zu wenig an bestimmten Stellen und dann an manchen Stellen wieder zu viel. Deswegen bin ich da völlig bei dir. Nun gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle. Die Action Boys sind in diesem Sinne raus. Ich sag ciao und überlasse dir dann das letzte Wort, Sven. Ich sag auch einfach nur ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.